So, jetzt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Hallöchen nochmal. Autsch! Für den zweiten Teil, ihr wisst ja, also nicht immer das Gleiche sagen, ist auch, ihr wisst ja, es ist erst spät, ja. Willkommen beim ETS-Teil. So, mal was. Ey, das habt ihr gesehen, das war gerade Vito. Ja, Vito will durch. Und zwar, ja, ich habe gerade LoL gespielt, aber dazu später gleich mehr. Und wir machen heute mal ein bisschen, ein bisschen Teamspeak, aber wir machen nur Teamspeak, also kein Multiplayer, sondern einfach ein bisschen quatschen vielleicht oder so, ein bisschen gucken und so. Ist heute ein komischer Tag, oder? Heute ist ein komischer Tag. Aber ist so, ey, das ist Hypnos World. Und ist Lucy, warte mal, wenn Lucy noch da ist, kann Lucy dann mal den Leuten, die wir kennen, von Noctea unseren Teamspeak-Dings geben? Ich gehe da mal in mein Hypnos World-Ding rein. Ja, also nicht wundern jetzt für die YouTube-Leute, ich will mal ein bisschen Teamspeak nebenbei machen. Warum mal nicht, oder? Können wir mal machen. Und, aber wir sind in der Geschichte, wir sind aber in der Geschichte. Ja, ist logisch. Wir fahren ja unsere Geschichte wieder. Und ich weiß euch nicht, ob ich das euch verraten soll. Und zwar, wir spielen ja ETS in einer Geschichte, richtig? So, die Geschichte ist ja dann auch irgendwann mal vorbei. Irgendwann, wann, werden wir sehen. Aber sie ist irgendwann vorbei, richtig? So, dann habe ich gesagt, gibt es wahrscheinlich noch einen zweiten Teil ETS-Geschichte. Ja, noch einen zweiten Teil. Und dann habe ich aber auch gesagt, es gibt noch eine Sonderedition. Also eine Limited Edition. Und da habe ich euch aber nicht verraten, was das ist. Und nun bin ich gerade am Überlegen, ob ich euch verrate, was es ist. Ich könnte euch einen kleinen Tipp geben, dann könnt ihr euch sozusagen wieder den Kopf zermatern. Oh nein, Cosi! Ich könnte euch ein wenig heiß und neugierig wieder machen. Also was könnte es sein? Also sollten wir auch mal die zweite Geschichte spielen oder wir machen dieses dann zuerst? Ich sag nur, soll ich euch einen kleinen Hinweis geben? Ich weiß nicht, soll ich euch einen kleinen Hinweis geben oder nicht? Ich sage nur, ich weiß nicht, ob ich es euch sagen soll. Ich weiß nicht, ob ich es euch sagen soll. Aber dann könnt ihr was? Verratet uns. Natalie ist schon wieder ganz neugierig. Immer diese Frauen, die sind immer ganz neugierig, alle die Frauen. Frauen sind immer so neugierig. Frauen sind immer so neugierig. Das war gerade eine schwule Geste, oder? Dabei bin ich gar nicht. Ich kann gar nicht schwul sein. So, und verrate ich es euch? Okay, ich sage euch ein Wort. Was ihr draus macht, ist euer Ding, ja? Oder nicht? Ich weiß nicht so genau. Verrate ich euch? Also, wenn wir nehmen an, wir spielen irgendwann nicht den zweiten Teil von ETS-Geschichte, ja? Vielleicht nicht. Verrate ich euch das andere. Das andere macht aber sehr viel Arbeit. Wirklich sehr viel Arbeit. Und da müsst ihr selber Hand anlegen. Bei dem anderen müsst ihr selber Hand anlegen. Ich weiß nicht, wie es euch ist. Komm bitte, sag mal. Ist denn jemand neugierig überhaupt? Außer Natalie. Natalie ist als Vampir von Haus aus immer neugierig. Also wenn nicht genug Leute neugierig sind, dann glaube ich, dann behalte ich das für mich. Glaube ich so. Ja, Mann. Dann behalte ich das für mich. Ja, wirklich mal. So, los, wir starten aber erstmal. Also ich gehe jetzt mal in den Teamspeak-Kanal da rein. Und bin dann da. Ob ich noch Thea mal kurz anstupse? Ich stupse sie mal. Kann ich die anstupsen? Warte mal, kann ich die anstupsen? Anstupsen. Klein anstupsen. Oh, Grund des Anstupsend. Liebe, ich schreibe mal Liebe. Wenn ich die anstupse, muss ich irgendwas schreiben. Dann schreibe ich Liebe, oder? Liebe. Ich stupse jetzt mal Noctea an und schreibe Liebe. Und dann mache ich unten noch eine 3 und dann links. Mal gucken, was jetzt passiert mit Noctea. Das sag es. Oh, jetzt Timo sag es. Holla, Natalo. So, ich zahle als 100 Personen, sag es nicht. Erstmal auch, Bruder, zweimal erst. Ja, was? Hallo? Was ist mit Liebe? Ja, ich wusste nicht, was ich mit den Anstupsen machen soll, deswegen dachte ich, schreib was. Was ist das da hinten? Ja, du stupst dann jemanden an und der kriegt dann eine Nachricht, dass du den angestupst hast. War schön, ne? Ja, Liebe, schön. Hast du was abbekommen? Warte mal, ich sehe gerade ein Riesenbild von dir. Nö. Hier. Wow. Ich finde ein Riesenbild von dir, was? Noch dein Teamspeak. Hä, wo denn? Was für ein Bild denn? Nach rechts. Das ist ein Profilbild da, das gleiche, was du bei Steam hast oder so. Achso, du meinst mein Foto? Ne, das ist nicht das von Steam, aber das ist ein Foto von mir. Das ist genau, richtig. Genau, Mensch. Ja. Das ist richtig. Nee, ich wollte nur sagen, ich bin unten ich bin bei Hypnos World unten drin, okay? Also für die Leute, die halt mit mir da reden wollen oder so, okay? Ach, was? Ihr seid ja da unter euch jetzt gerade und so, okay? Ja, ja, mach gut, mal. Ich geh runter. Juhu. Tschüss. Channel switched. So. Falls da jemand, also wenn jemand im Teamspeak bei Noctea kommen will hier unter Hypnos World,
So, ich weiß nicht, ob Esme das den Dings hat. Und wenn nicht, müsste Natalu ihr das mal geben. Ich weiß nicht, ob Natalu das überhaupt hat. Ich könnte es ja Natalu mal geben. Und Natalu kann es ja jemanden geben, der es. Wie gebe ich denn das? Muss ich auf Favoriten gehen? Ich gebe es mal Natalu. Aber Natalu hat es doch selber. Natalu hat es doch selber. Mensch. Ich habe. Natalu hat doch das von Noctea. Noctea könnte es. Natalu könnte es mal. Ja, ich wollte gerade sagen, Natalu könnte es mal Noctea geben. Natalu könnte es ja mal Esme geben. Gut, wir starten ja weiter mal. Umschalt Dinglingling. Klack. Mal. Klick. So, jetzt. Endlich, Mann. Junge, 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 Junge. Haben wir einen Timer am Laufen? Nee, dann starten wir jetzt den Timer. Wie spät haben wir es denn? 1,5 Stunden. Wird spät ein bisschen. Das wird spät, Leute. Das wird wieder spät. Nochmal ETS starten, oder? Ja. Wahrscheinlich mal wieder die Lautstärke einschalten. Gruß. Erstmal den Gruß. Yeah! Für die Horde. Dam, dam, da, dam. Dam, 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 du di da. Oh, wieder ein schönes Bild. Guck mal, schönes Bild. Oh, yeah. Dam, 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 du di da. Oh, lelala. Nee, hab ich nicht. Nee? Klar. Du, hast du nicht? Warum hast du das nicht? Dann muss ich das Natalu erstmal geben. Ich dachte, Natalu hat das auch. Hab ich immer gedacht. Hab ich so gedacht, das hab ich so gedacht. Da, 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 la, la, das hab ich so gedacht. Dann muss ich gucken mit den Augen. Disconnected. Nein, ich Connected. bin. Was? Wie? Ich bin gerade connected und disconnected. Ich muss auf Verwalten gehen. Connected. So, warte mal. Adresse. Die Adresse. Kopieren. So, dann muss ich zur Natalu. Ich muss zu Natalu und ihr das geben. Weil Natalu ist ja Mode, der Mode muss es ja haben. Du musst ja von Rip und Noctea ja haben, damit du es halt notfalls mal bei Nettigkeit jemand mal geben kannst und so. Das. Das muss ich erstmal, ich will das nicht da machen, sondern dort machen. Versteht ihr? Wenn ich aber nicht da bin, kann ich es dort nicht machen. Deswegen muss ich dort erst hingehen, damit ich es da machen kann. Versteht ihr? So einfach sind die Dinge manchmal. Ich muss sie direkt, ich flüstere sie mal ganz leise an, die Natalu, damit sie sich nicht erschreckt. Ich habe sie sogar noch hier ein Dingsfensterchen. So, jetzt. So. Warte. Weil ich kein Teamspeak mehr habe, habe es erstmal kurz gebraucht, aber es immer brauche, habe ich auch deinstalliert. So, hier. So, hier, Natalu, ich gebe es dir mal. Zack. Für dich. Das kannst du ja mal erstmal geben. So. Also weiterreichen an Esme, weil falls noch jemand fragt, den wir kennen, können wir denen sozusagen eine Einweisung geben. In die Klinik. So. Gut, schön. Jetzt noch ein bisschen ETS. Also, geht doch. So, wo war man stehen geblieben? Und ich habe übrigens die Bilder immer noch nicht geschafft. Ich war schon fast da dran. Ich wollte die Bilder machen, habe aber in der Zeit dann LOL installiert und so. Ich habe dann LOL gemacht und hatte dann keine Zeit für die Bilder machen, weil ich erstmal LOL installieren wollte, weil ich hatte irgendwie heute voll Bock auf LOL. Ich wollte LOL machen. Weiß nicht warum. Ich wollte eigentlich war mein Plan, Blades and Soul oder Blades of Soul zu besorgen. Ja, das war mein Hauptplan. Und irgendwie hat es mich, ich hatte voll den Drang auf LOL. Ich weiß nicht warum. Ich wollte LOL. Frag mich nicht wieso. Ich wollte eigentlich Blades of Time. Also Blades of. Blades of Soul oder Blades and Soul? Wie heißt denn das Spiel jetzt richtig, verdammte Scheiße nochmal? Genau, das wollte ich eigentlich. Das wollte ich eigentlich. Ich lese gerade Chat, ja. Für YouTube-Leute nicht wundern, wenn ich manchmal so. Da lese ich dann immer Chat. Ich wollte das eigentlich heute wieder. Blades and Soul wollte ich eigentlich heute machen, aber dann irgendwie, ich weiß nicht warum. Es hat mich nach LOL getrieben. Keine Ahnung warum. Da hatte ich voll Bock drauf. Das hat mich so neugierig gemacht, weil alle mal sagen, Cosima, LOL ist so schwer. Da dachte ich, hey, eine Herausforderung. Ja, und da hatte ich voll Bock drauf. Und siehe da, hat echt voll Bock gebracht. Das hat voll Bock gebracht. Was ist da los?
sagt jemand. Ich weiß es auch nicht. Frag mal nicht, frag mal nicht. Warte mal, wir sind in Rotterdam. Wir reden jetzt mal zu. Wir hatten ja Werkstatt, waren wir ja bestimmt, oder? Das heißt jetzt Amsterdam. Aber erstmal rausgehen, frische Luft schnappen, das beruhigt das Gemüt und dann schauen wir mal. Oh nein, oh nein. Sag mal, haben wir auf den Kotzplatz? Ich dachte, wir haben. User entered your channel. Verstehe ich jetzt gar nicht. Esme, Hallöchen. Hi. Ah, Esme. Ja, Mensch, wir stehen ja schon wieder auf den Kotzplatz. Hab ich dich erwischt? Ja. Man hört mich reden bei dir. Was tut man? Man hört mich bei dir reden. Du hast beides an irgendwie. Hab Ton schon ausgemacht. Jetzt geht's. Ja. Muss ich doch hören. Ja, Mensch. Wie geht's dir? Och, bisschen müde, aber sonst gut. Na dann. Und selbst? Ja, verwirrt gerade wieder, ein bisschen verwirrt. Von Lol und so. Gleich. Aber wie fandst du Lol? Wie war's? Ich habe nicht viel gesehen, weil wir waren dann ein bisschen Mutanten töten auf Defiance. Ah! Defiance oder wie der Ding auch Defiance. Immer heißt. You were moved. Da kommt noch jemand. Wir haben schon ziemlich Spaß gerade gehabt. Und wie weit seid ihr? Nicht, dass ihr zu weit macht. Wir wollen ja vielleicht zusammenspielen, oder? Wir haben jetzt erstmal Nebenmissionen gemacht und Überfälle mitgemacht. Ich glaube, ich bin erst Level 66. Also erst Level 66? Dann bist du ja schon Kilometer zu weit, oder? Nee, so weit sind wir eigentlich noch gar nicht. Wir haben die ersten zwei Hauptquests gemacht und jetzt sind wir, glaube ich, bei der dritten, aber wir sind da irgendwie so auf der Karte einfach mal so rumgesprungen. Ja, aber wenn ihr zu weit seid, dann könnt ihr bei mir wieder nicht mitspielen, weil ihr seht dann die Feinde nicht, wenn wir was zusammen angreifen oder so. Deswegen. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Da musst du mal auf unseren YouTube-Kanal das letzte Video schauen, wie weit ich am Schluss war, wo ich da stehen geblieben bin. Bis dahin müsst ihr halt... Da muss ich mal kicken. Wenn nicht, mache ich einen zweiten Charakter, habe ja noch einen Platz frei. Ja, dann guckt mal, sonst könnt ihr, wenn wir jetzt am Wochenende wieder spielen wollen oder so, oder keine Ahnung, dann könnt ihr nicht mitmachen, weil wenn er da mitmacht, kriegt er nichts, ihr habt nichts, kommt nicht in den Genuss, irgendwas mitzumachen, weil ihr habt es entweder schon gemacht oder ihr seid nicht weit genug, eins von beiden. Ihr seid ja nicht wirklich dabei, sozusagen. Und Gamer sagt gerade, wo war sie? Ja, zu Hause rede ich nie so erotisch mit ihm. Oh, schade, war Gamer. Tja. So, ja. Ich muss mal gucken. Ich wollte gucken, wie viel Schlaf brauchen wir denn noch? 7 Stunden haben wir noch. 10 Stunden. Uns fehlen also 3 Stunden. Nee, dann machen wir nochmal schlafen. Dann schlafen wir. Na, warum schlafen wir jetzt nicht? Jetzt. Schnarch, schnarch, schnarch. Schnarch, schnarch, schnarch. Ja, dann müsst ihr mal sehen. Guckt euch, wenn. Du weißt doch meinen YouTube-Kanal, oder? Ja, du bist ungefähr da, wo wir gerade sind. Okay. Also wieder, weil Sonne. Oh, die Sonne geht auf. Hier kommt die Sonne. Guck mal, ein wunderschöner Tag. Hoffentlich kriegen wir jetzt eine schöne Fracht nach Amsterdam. So. Ja, müsst da gucken auf den YouTube-Kanal, wie weit wir letztes Mal waren mit Puffer und dass er dann euch bis dahin begibt und dass wir dann zusammenspielen können. Dann wären wir zu viert, wenn Gamer noch mitmacht. Oder wer dann noch mitmachen will. Wir sind bei uns schon zu dritt. Achso. Ja, ich weiß nicht, wer da noch mitmachen will und wie viel wir in der Gruppe sein können überhaupt. Und ob wann es, sagen wir mal, zu viele sind, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das damals, glaube ich, wo ich es gespielt habe, 110, 130 um den Dreh. Habe aber die ganze Zeit alleine gespielt. Aber jetzt haben wir dann von Neuem angefangen, alle. Ja, wie gesagt, sonst ist es halt schlecht mit Mitmachen, ne? Also, ja. Deswegen. So, Amsterdam. Wir haben was nach Amsterdam. Dann fahren wir nach Amsterdam. Achso, 4 Minuten wieder. Wieder ein Onkeltrick. Da können wir wieder mal nicht machen. Mensch, nochmal. Naja, wie, sind wir schon ausgeschlafen? Wir sind ausgeschlafen. Das heißt, wir können jetzt... Also ich habe LOL mal ausprobiert, aber mir hat das... Ich habe das Tutorial gemacht und das war es dann auch schon wieder für mich. Ist nicht dein Ding, meinst du, ja? Nee, überhaupt nicht. Ja, wie gesagt, für mich ist es so wie, ja, wie Command & Conquer oder halt wie Warcraft damals, die ersten Warcraft-Teile. Also Teil 1 oder 2 oder so, den dritten weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall wie Command & Conquer, wie Warcraft und alles, was halt dieses typische Genre mit diesem
dass du mit der Maus machst, rechtsklick, damit deine Einheiten, deine Figuren irgendwo hinlaufen können. Du hast meistens noch einen Held oder so, weil zum Beispiel bei Command & Conquer hast du Tinker gehabt. Das war eine extra Imba-Kämpferin gewesen. Die hast du extra gesteuert zu deinen Einheiten noch dazu. Also und die hat auch besondere Fähigkeiten gehabt mit Weitschuss und alles Mögliche. Die konnte Granaten werfen. Also es ist schon, wie gesagt, das sind schon Parallelen, kann man da schon erkennen, wenn man das mal gespielt hat. Das ist also jetzt nicht so. Meine Mom und mein Bruder haben immer Command & Conquer gespielt. Ich habe heute noch Warcraft auf dem Lappy. Ja, sag ich doch. Ab und zu spiele ich es mal. Ja, dann dürfte es ja nicht so schwer sein für dich, dieses LoL. Oder muss es doch auch irgendwie für dich, irgendwie oder nicht? Nee, LoL gefällt mir aber nicht. Es ist dasselbe mit WoW. WoW, ich weiß wirklich nicht, was die Leute an diesem WoW finden. Weil es geil ist. Ich habe einmal fünf Minuten gespielt und habe mir gedacht, okay, das war's, tschüss. WoW ist geil, du kannst da Berufe leveln, du kannst deine Berufe skillen, du hast verschiedene Berufe, du kannst deinen Held hochleveln, du kannst Abenteuer bestehen und kannst Schlachten machen, du kannst die anderen raiden sozusagen, wenn du eine Gruppe vereinst und dann greifst du den gesamten Dinger da an, also da kannst du eine Menge machen bei WoW. Und vor allen Dingen ist ja auch, dass man zusammen mit anderen Leuten spielen kann und Abenteuer bestehen kann, das ist ja das Tolle an WoW. Ja, und das. Und dein Charakter und alles. Ich spiel gerne Rollenspiele, aber WoW, nee, überhaupt nicht. Also meine beste Freundin, die spielt ja schon seit Jahren WoW. Nee, überhaupt nicht. Ja, den einen liegt es halt, den anderen liegt es halt nicht. Also ich finde WoW geil, wie gesagt. Und ja, wir müssen hier leider leer fahren, sehe ich gerade. Das ist natürlich... Nun haben wir so ein schönes Wetter und haben, oder warte mal, fahren wir eine andere Fracht, weil ich meine, ist gerade so ein schönes Wetter ohne Fracht, ist ja total doof. Können wir drumherum fahren oder dran drin? Weil das ist ja echt schade, Mensch, gerade so ein schönes Wetter. Was? Wo? Aber Cosi, es wäre ja schlimm, wenn jeder dasselbe Spiel mögen würde. Ja, das wäre dann wahrscheinlich langweilig, wenn alle das gleiche gut finden würden, wahrscheinlich, keine Ahnung. Deswegen, ja, nee, so geht's ja auch nicht. Natalu sagt gerade, Rocket Leech ist zum Beispiel einfach geil. Siehst du? Und Smoovil, oder? Smoovil sagt, WoW ist geil. Für die Horde. Für die Horde. Ja, den eigentlich dies, den eigentlich das. Also ich bin da Gott sei Dank sehr flexibel. Also ich finde einfach irgendwie, ich versuche alles geil zu finden. Außer es ist halt, das Spiel spricht mich geistig nicht an, dann geht's gar nicht. Aber bis jetzt hat man das noch nicht so. Bis jetzt habe ich überall Begeisterung gefunden. Edinburgh. Nein, nix Edinburgh. Was? London. Bleib mal hier im Dorf, Mann, nicht so weit weg. Mensch, ist alles Lille. Ja, Lille oder... Das sieht, Mann, wir haben ganz schlechte Karten hier, aber richtig böse schlechte Karten haben wir. Wir haben richtig schlechte böse Karten. Wir haben uns ein richtiges Ei hier gelegt. Das Einzige, Mann, kann ich fahren, einfach mal auf dem Frachthof. Ich fahre irgendwo rauf. Aber wir fahren einfach mal die Dinger ab, anders geht's ja nicht. Scheiße. Du stehst ja in Holland bei den Lecker Guys. Nee. Walking Dead spielen, das ist. Ja, Mensch. Wie gesagt, ist doch alles eine Geldfrage, sich die ganzen Spiele zu kaufen und zu besorgen, Alter. So, alle einsteigen, Leute. Raus aus dem Hotel. Genug gepennt. Jetzt wird gearbeitet. Und wer hat die Scheinwischer schon wieder angelassen? Esme war's. Esme hat die Scheinwischer angelassen. Nee, Gamer war's. Der hat das Auto, dein LKW geparkt und gewaschen. Der war's. Ich nicht. Warte mal, Smorbischer Horde habe ich noch nie gespielt. Bin ein Ali-Spieler. Okay, dann bist du mein Feind. Wir sehen uns im PvP. Damals, PvP war geil. Also Arena-Kampf bei WoW. Zur Lichtking-Zeit. Wir sehen uns, Smorbel. Wir werden gute Feinde sein. Wir werden gute Feinde sein. So, alle drin, warte. So, Tür zu. Aber man muss auch Feinde haben, weil wenn alle auf der gleichen Seite sind, ist ja auch langweilig. Man muss gute Leute auf beiden Seiten haben, weil wenn alle nur Guten auf der einen Seite sind, ist ja auch wieder langweilig. Ja, man muss auf beiden Seiten gute Leute haben. Warte mal, wo geht's hier hin? Wo hast du eigentlich so ein Navi hingestellt? Achso, ist mal da, okay. Na, siehst du, wenn Smorbel ist Allianzseite, ist das schon mal gut. Wir haben, Smorbel, wir haben übrigens Sprüche, wenn du mal eingibst, Ausrufezeichen Info, das habe ich rechts nicht geguckt. Ausrufezeichen Info und dann gibt es einmal zwei Allianz-Sprüche und gibt zwei Hordensprüche haben wir. Einmal zweimal für die Allianz, zweimal für die Horde.
Musst du mal eingeben. Ich weiß jetzt nicht, wie es geschrieben wird. Ausrufezeichen Info, da kannst du die Sprüche sehen. Irgendwas mit Ausrufezeichen Allianz und Ausrufezeichen Horde oder so. Horde 1, Horde 2, Horde Allianz 1, Allianz 2 oder so. Musst mal gucken. Da hab ich mir mal einen Spruch für beide Seiten ausgedacht. Bestimmt hat er das schon mal gemacht. Also, wo fahren wir denn jetzt? Nee, hier wollte ich aber gar nicht hin. Ich wollte denn da nicht hin. Ja, das habe ich auch schon gehört mit PvP. Das ist nicht mehr das, ist, was es mal war. Das ist jetzt. Mir ist es einmal bewusst geworden, mir haben es vielleicht erzählt, da wollte ich nicht glauben. Und dann habe ich irgendeine Meisterschaft gesehen im WoW. Und da haben die im WoW nur mit Damage-Dealer gespielt, ja? Alle drei, 3 gegen 3 Damage-Dealer, wo ich mir dachte, was machen die da für eine Scheiße? Kein Tank, kein Heiler, kein gar nichts. Das war voll blöder Kampf gewesen. Der war total blöde, der Kampf. Als ich das war die Meisterschaft. Die Meisterschaft um den Titel. Und da dachte ich mir, was spielen die denn da für eine Scheiße, auf Deutsch gesagt? Das war total blödes Spiel. Was die da gespielt haben, war blöd. Das sah blöd aus. Und das war alles, das war blöd einfach. Das war blöd. Ich dachte, das soll die Meisterschaft sein. Das sah aus wie Loser. Als ob da Loser spielen. Das sah doof aus. Das war doof. Das war einfach nur doof. Ach, haben wir schon gemacht. Das hat man auch schon gemacht. Alles. Pulsi ist Horde, Smorpel ist Allianz, ich bin Vampir. Also ich war enttäuscht, als ich die Meisterschaft im WoW gesehen habe, war ich enttäuscht gewesen. Da war ich echt enttäuscht. Oh, guck mal, hier steht ja unser Iveco. Genau, guck mal, hier steht unser Iveco. Aber ein Dreiachser. Fahren wir noch eine Delle rein. Sag mal, Sitz. Da stehen sogar 2 Ivecos. Da stehen ja 2 Ivecos. Haben wir irgendwas summt und brummt hier mal beim Reden. Sag mal, was ist eigentlich los hier? Sag mal auf jetzt hier. Lass mir doch mal jetzt die LKWs angucken. Man soll sie nicht knutschen, ich will die mir angucken. Guck mal. Oh, der sieht ja fett aus, der Iveco. Voll das Bollwerk. Da hinten ist unser Kleiner, so wie wir auch hatten. Und daneben kommt auch ein Dreiachser voll aufgemotzt. Boah. Guck mal, die Sitze sehen von draußen schön aus, von drin wahrscheinlich beschissen. Was? Ja, soll sich ja immer mit Legionen jetzt wieder ändern. Ich bin mal gespannt, ob es sich wieder ändert, dann spiele ich wieder PvP. Also das, was ich gesehen habe, oder hier bei Twitch gibt es einen, der nennt sich Soda Poppin. Der ist anscheinend ziemlich bekannt oder so, aber der war englischer Sender. Und der spielt immer PvP um Gold. Der spielt immer PvP um Gold. Und das, was ich bei dem mal so zwischenzeitlich mal gesehen hatte, wo ich mal drauf war, ist aber schon, keine Ahnung, 2 Jahre her, keine Ahnung. Der hat dann nur PvP gespielt um Gold. Und da waren auch viele Leute da, die fanden es toll. Und dieses PvP, was ich da gesehen habe, das war beschissen gewesen. Das sah beschissen aus. Das war einfach beschissen. Mann, ich wollte doch zur Werkstatt, aber was ist eigentlich hier los? So. Jetzt. Aber ich würde trotzdem gerne wieder WoW spielen. Man kann sich ja schön machen. Man muss halt die schönen Dinge sehen. Ja? Man kann sich alles schlecht reden, man kann sich auch alles schön machen. Wie gesagt, ist ja eine Einstellungssache. Ja, es gibt die einen, bei denen ist das Glas immer halb leer und dann gibt es die anderen, die sagen, das Glas ist halb voll. Ja. Also ich höre zu den Leuten, die sagen, das Glas ist halb voll. Und, so, meine liebe Kruse, ich werde aber jetzt meine kleine Tochter hier schnappen und ins Bett gehen. Okay, warte mal, erstmal noch eine Frage. Was sagst du denn was hältst du von den Blades and Soul oder Blades of Soul, wie es heißt? Was hältst du davon? Willst du da mal mitspielen dann? Aber bis auf deine Lichterschubserei habe ich noch nicht viel gesehen. Was, Lichterschubserei? Hast du doch irgendwie, ich weiß nicht, wie das Spiel da heißt, da so, ich sag jetzt mal, SCH-Lampen rumgeschubst. Ich weiß nicht, ob das Blade of Soul oder... Nee, das habe ich noch gar nicht. Das habe ich noch gar nicht. Das muss man noch besorgen. Muss ich mal googeln. Ja, guck mal nach. Guck, wenn ich weiß, wie es heißt... Moment, ich guck mal. Wenn du nicht weißt, wie es heißt, guck in meinen Profiltext. Da steht ja der Name drin. Ah, ich habe vergessen, grün zu drücken. Ach, Blades of Time hast du da gespielt. Ne? Ja, nicht... Nee, in unserer Liste musst du mal gucken. Hier in unserem Profiltext, da steht ja dieses Blades and Soul oder Blades of Soul oder so. Blade and Soul. Also Blade and Soul heißt, okay. Genau, musst mal gucken, ob dir das gefällt. Also musst du dir mal angucken, ob du damit machen willst. Musst du dir mal angucken.
Was genau? Ich mache gerade auch eine kleine Pause. Denke, so zum Winter hin werde ich wieder WoW spielen. Ja, ich bin seit Lich King raus und seit Lich King ist ja einiges passiert. Da ist ja richtig was passiert. Ach so, wir waren. So, jetzt zeig mal, ja, kriegen wir was nach? Nee, nee. Aber hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Das heißt, wir fahren jetzt zum nächsten Anbieter. Vielleicht kriegen wir da was. Vielleicht kriegen wir hier drüben beim Gegner, sage ich schon. Vielleicht kriegen wir beim Gegner was. Eine Zeit lang war ja mal das Gerücht, dass das WoW kostenlos geben soll, aber ist wohl nichts draus geworden. War ja mal ein Gerücht, dass WoW soll kostenlos kommen. Aber wohl doch eher nicht. Rückwärts rausfahren ist gefährlich. Man sieht ja gar nicht, ob jemand kommt. Das ist jetzt aber gefährlich hier. Das ist gefährlich. Aber wir müssen sogar wenden. Konntest du nicht richtig rausfahren? Warte, Kollege. Lass uns doch mal wieder rein hier. Esther, bist du noch da? Ja. Weil du wolltest doch Dings dann. Erstmal Tschüss sagen, oder? Du willst ja dein Dings Kind im Bett bringen oder so. Nee, das Kind liegt neben mir und schläft. Dann muss es ins Bett. Die geht jetzt gleich mit Mutti ins Bett. Genau. Um Papi wieder zu ärgern, dass sie dann bei ihm drüben schläft. Ja, im Moment hat sie wieder Papa-Phase. So sind die Kinder, Mensch. Wie alt ist sie denn jetzt? 2 Jahre und 4 Monate. Ah, da hast du ja noch was vor dir. Da hast du ja noch. Brauchst du mir nichts zu erzählen. Mein Sohn ist 16. 16? Ja, der geht am Montag, yay, in die Lehre. Okay, 16, ja, dann hast du ja schon mal einmal was durch. Den ersten habe ich schon fast weg. Ja, hast du schon einmal was durch. Ja? Nein, unsere kleine Maus hier ist unsere Nachzüglerin. Jo, mit Kindern, man kann sagen, mit Kindern kommt Leben ins Haus, kann man sagen. Da hast du Programm. Ach, die Geschwister lieben sich, sagen wir mal, von immer jetzt die drei Kids, die sind jetzt 24. Der mittlere wird den Monat 21 und die kleine wird 15. Und dann kommt mein Sohnemann und die eine haben wir jetzt gemeinsam. Also die 4 Geschwister lieben sie, die kleine hier, unsere Mia. Okay, ihr habt also wirklich ganz schön Lehm in der Bude. Wir sind gepatchwork. Nee, die Kinder vom Gamer, die leben bei der Mama oben. Aber die kommen so oft, wie es geht, zu uns nach Bayern. Bayern! Sag mal, du musst ja nochmal sagen, wie heißt nochmal dieses Tanzen, wenn die Männer dieses Tanzen machen? Das ist dieses, wie heißt das nochmal? Das Schubladeln. Schubladeln, nicht? Schubladeln. Genau, das Schubladeln. Das stimmt also wirklich, ja? Das heißt so, ja? Was hat mir mal einer gesagt, da dachte ich, der will mich verarschen oder so. Also, das heißt tatsächlich so, ja? Es heißt also, ich komme ja gebürtig aus Oberbayern, Gamer kommt ja aus Hessen, aber bei uns ist das ein ganzer simpler Schurblättler. Ja, ich dachte damals, das hat einer im Chat auch geschrieben, ich weiß nicht mehr wer, da dachte ich, der verarscht mich oder so. Aber dann war ich immer. Nee, das heißt wirklich so. So nach dem Motto, sag mal dieses Wort, damit sich alle drüber lustig machen, dass ich es sage sozusagen, weißt du, so ungefähr. Aber ja, anscheinend heißt es wirklich so. Schubladeln. Ja, sei froh, dass es Schubladeln war, weil der ultimative bayerisch-irisch-Test ist auch Katzelschwurf. Katzelschwurf? Das kann auch Katzelschwurf. Das kann bis jetzt ein Nicht-Bayer kriegt es nicht original hin. Katzelschwurf, hä? Ach, Katzenschwurf. Katzenschwurf. Das sagt ja Louis nochmal, da war nicht wahr sein, ne? Ja. Katzenschwurf. Geht ja gar nicht. Geht doch gar nicht. Sag ja mal. So, Katzenschwurf. Was ist das? Bayerisch ist nicht so einfach. Wenn man es von klein auf nicht macht, also lernt, ist Bayerisch nicht einfach. Ja, wenn man es als Kind dann ist ja klar, dann hat man es ja so drin, oder? Als Kind dann. Man lernt das ja praktisch wie Muttersprache. Ne? Was war ja dieses Katzelschwurf, was war das auch ein Tanz? Ja, das ist auch Tanzen. Nee, das ist ein Eichkätzchen. Kennst du diese zu Ostern?
diese Äste da mit diesen kleinen Pelzdingern dran. Ich weiß jetzt nicht, wie die in Original heißen. Bei uns in Bayern heißen so Achkatzerl. Eichhörnchen? Meinst du Eichhörnchen? Nee, warte mal, ich muss mal schnell. Ich weiß nicht, wie die Dinger im Original heißen. Wer von den Leuten im Chat weiß es? Heißt es Eichhörnchen? Katzeschwurf? Hä? Katzeschwurf, wer weiß es? Komm, wir haben ja viele bayerische Leute, ich weiß es. Ist es ein Eichhörnchen? Ist Katzeschwurf ein Eichhörnchen? Ich kriege mal meine Sprache wieder hier. So, okay, Louis, so, Bueno, mein Dauer, die Worte, ne? Sag mal, wie viele Anbieter haben wir denn hier? Fahren wir da auch noch hin. Wir kriegen ja noch so was. Wir haben ja gerade gebasht oder sowas wieder. Also ein Orchkatzel ist ein Eichhörnchen. Also doch ein Eichhörnchen. Katzeschwurf, hä? Ja, bei mir laufen ja manchmal Katzeschwurfe rum, hä? Wie ist denn die Mehrzahl davon? Katzeschwurfe dann? Wie sagst du eine Mehrzahl davon? Katzeschwurfe. Eigentlich. Was? Wie? Der Orchkatzel. Katzeschwurf. Katzeschwurf. Kosinenzsprachen. Ja, Mann. Was ich hier alles lerne, seit ich Livestream mache, ja, ich lerne Spiele neu kennen, ich lerne Sprachen kennen. Junge, ich bin ja nur am Lernen hier. Und die Zuschauer auch. Die Zuschauer lernen ja mit mir mit. Ja? Denkt da, Leute. Katzelschwurf. Die Zuschauer lernen ja mit. Das ist ja tolle. Oh, nein. Oh, ich bin beinahe gegen Pfeiler gefahren. Das ist ja... Vor lauter Katze, ich schwor, wäre ich beinahe noch gegen Pfeiler gefahren. Junge. Wer hat schon wieder doch mal die Scheibenwischer aus? So. Ja, du willst ja bestimmt erstmal gehen, oder? Erstmal. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Abend. Bring alle ins Bett. Ja? Ja, den GEMA, den glaube ich jetzt oben in seinem Büro auf. Weil ich bin unten im Wohnzimmer und er ist oben. Ach so. Einmal, Dingszeit, Björn, Richter sagt, ja, jetzt war, wo es gesagt wurde. Katzeschwurf, hä? Katzeschwurf. Mann, ich fahre hier was zusammen wieder. Aber wir haben wunderschönes Wetter hier, Mensch. Endlich mal wieder. Schöne Zeit im Moment. Und wir haben Slipstream. Hoffe viel, drücke dir die Daumen. Was ist mit dicke Daumen? Na dann steht der erst vor meinem LKW, was übrig geblieben ist. Und dann mal gucken. Keine Ahnung. Was meint er da gerade? Ein Schuss verpasst. Katzeschwurf. Da haben wir ja was gelernt. Ob ich mir das merke? Auf jeden Fall Schublade. Kannst du bis morgen üben? Ich wette, morgen habe ich schon wieder vergessen. Da wette ich drauf. Also wir können nur nach Lille fahren. Nach Lille ist eine Fracht da. Was blöde. Fahren wir leer. Dann fahren wir leer. Ist ja schön. Ich will nicht, dass er jetzt wieder... Nee, fahren wir leer. Fahren wir leer nach Amsterdam. Ist zwar ein bisschen traurig, aber so weit ist ja Amsterdam auch gar nicht. War eine schöne Leerfahrt. Aber Finger weg von den Keksen. Welche Kekse? Ja, du willst nach Amsterdam, also Finger weg von den Keksen. Wieso? Gibt es in Amsterdam Kekse? Ja, die Kekse. Die Kekse. Sagt mir zwar nichts, aber gut. Jetzt sitzt sie auf der Leitung, ne? Jetzt sitzt sie auf der Leitung, ja. Die Haschkekse. Ach, so eine Kekse meinst du, Mensch. Sag ja, Finger weg von den Keksen. Nee, so will ich nicht. So was brauche ich nicht. Ich bin ja naturbreit, ich brauche sowas nicht. Das brauchen wir nicht. Was gibt's noch Leckeres, Schönes in Amsterdam? Wer weiß es? Lecker Geidengas. Geidengas? Geidengas ist Ziegenkäse auf Holländisch. Das hat mir meine Kollegin beigebracht, die kam aus Holland. Geidengas ist Ziegenkäse. Geidengas. Ja, das ja. Geidengas können wir nehmen. Geidengas. Das hört sich lustig an. Geidengas. Dann gehe ich zu Lidl und sage, haben Sie Geidengas? Ja, Mensch, ich muss mal, wenn ich wieder bei Lidl bin, frage ich mal, sagen Sie mal, haben Sie Geidengas? Ich glaube, der Blick von der Verkäuferin ist legendär. Hä? Was? Der sagte, was? Du kannst mit mir schubladeln, sagt die dann wahrscheinlich. Ja, du kannst mit Wenn mir du das zu mir sagen würdest, würde ich sofort wissen, was das ist, weil ich bin Metzgereifachverkäuferin mit Käse und so. Wow, du kennst dich mit Käse aus? Cool. Ja, Käse ist mein Fachgebiet. Coole Sache. Käse ist cool, oder? Ich mag Käse. Wir lieben Käse. Ja, Mann, Käse ist cool. Vor allem mein Vater, der ist der Käse, sag ich dir, der ist Käse.
da denkst du, man stirbt. Ja? Der mag diesen Käse, der immer, wo du denkst, ist der tot, der Käse oder so, lebt es schon oder so. Also mag er Herztod, da diese Endstufe, ja, Käse-Endstufe. Mein Vater steht ja auf diesem Käse, der, wo du denkst, der, das darf man gar nicht essen. Ja. Ja, da habe ich mit. Also ich mag, also mein Schatzi mag so die mittleren, kräftigeren, also weil, also mein Stiefsohn und ich sind dann, wenn er bei uns unten ist, wir haben hier in der Nähe eine Käsealm, wo auch Käse hergestellt wird. Und wir holen uns dann immer den Käse, der brennt schon auf der Zunge. So alt und so genial ist der. Der muss richtig kräftig sein. Nee. Also ich mag die herzhaften, also nicht zu derb, nicht diese üblen Teile, die mag ich jetzt nicht. Aber ich mag lieber die, ja, die man halt so, ja, Käse halt. Also das andere ist schon, keine Ahnung, das ist schon was Außerirdisches oder so. Keine Ahnung, was das ist. Warte mal, ich muss lächeln. So. Nee, also, ja, genau, dann bist du wahrscheinlich genauso wie mein Vater, der diese abartigen, diese, wie sagt man denn, wo man denkt, das muss entsorgt werden oder sowas, diese giftigen Teile da. So nach dem Motto, schmeißt du zwischen die Blumen und dann verwelken die Blumen sofort oder sowas. Ja, irgendwie so. Vor allen Dingen machst du dann den Kühlschrank auf und denkst dir, hier liegt da was Totes drin. Ja, Mann, oh. Und das Schlimme ist, ich hab mal mit ein paar Freunden damals, haben wir mal Fondue gemacht. Warte mal, ist das Raclette oder Fondue? Raclette, oder? Raclette ist auf so einer Pfanne, oder? Und Fondue ist in so einem Kessel drin, oder? Genau, Raclette ist so ein Pfännchen, wo du so Käse drüber haust, so Raclette-Käse. Und du kannst auch ein Käsefondue machen und den Top da so. Nee, eins ist zum Reinstücken, glaube ich, das andere ist auf so einer Pfanne drauf, auf so einer Platte. Richtig? Fondue ist das zum Reinstopfen. Genau, da, mit genau. Und das Raclette, das tust du da drin, ja. So, kannst du ja drauf machen, was so. Du willst mit Käse. Ja, pass auf. Wir waren also mit ein paar Freundinnen und Kumpels und haben mal Raclette gemacht. Das war Raclette, genau. Und dann hat einer so aus dem Käse mitgebracht und hat es darauf gepackt. Wir haben gedacht, wir sterben alle. Nimm runter den Mist, das ist ja eklig. Da packt die diesen Käse auf, dieses Raclette-Ding darauf. Und die ganze Bude, wir mussten Fenster aufmachen. Wir haben gedacht, wir sterben da in der Wohnung. Die hat da irgend so eine Meuchelmörder-Käse mitgebracht. Der hat bestialisch gestunken. Und die hat sich so, ja, ah, schön, gleich gibt's mein Raclette und so. Ja, die hat sich total gefreut so. So, ja, okay, mach mal schön drauf. Ja, und dann ging es aber los, dieser Gestank. Oh, das war bestialisch, dieser Gestank. Ja, der Raclette-Käse, der Originale, der stinkt. Aber wenn du den schmelzen lässt, der schmeckt, Kosi, das glaubst du gar nicht. So gut wie, so scheiße wie der riecht, ohne Mist, aber so gut schmeckt er auch. Ich weiß nicht, ob die Raclette-Käse dabei hat oder ob die ihren eigenen, keine Ahnung. Das war echt, Mann, das war ein ekliges Zeug gewesen. Das hat gestunken, da wurde der dann schlecht von. Und die hat sich total gefreut, dass ihr Käse da, dieses Raclette-Zeugs da fertig wird, ja. Für mich war es zum ersten Mal Raclette machen, ich wusste gar nicht, was los war. Ich habe nur gemerkt, weil sie grün im Gesicht wurde. Junge. Guck mal, Mann, wir haben hier ein tolles Wetter, hier ein wunderschönes Wetter beim Fahren. Da fährt gerade ein Flugzeug über die Brücke. Warte mal, ein Foto machen. Da ist ein Flugzeug gerade über die Brücke, da ist ein Flugzeug hier. Da müssen wir anhalten. Hier fährt ein Flugzeug drüber. Also hey, wir können das zeigen. Flugzeug traut sich. Fisch der Bombe. Da können wir aussteigen, Leute. Ein paar von euch müssen am LKW bleiben. Denkt dran, sonst wegen dem Wachtmeister und so. Mann, ein wunderschöner Tag und wir haben Flug. Ups, oh, beinahe nicht geschafft. Kommen wir da rüber? Guck mal, die wollte ich da. Guck mal, das ist ein. Oh. Ja, guck mal, hier ist ein riesen Zaun gespannt, dass wir da uns bloß nicht auf die Brücke oben raufkommen. Guckt euch das mal an, als ob das für Hypnos Volt den Zaun gezogen haben hier. Das sieht ja aus wie für Hypnos Volt gemacht. Das ist ja, guckt euch das mal an, ja. Da kommen wir ja gar nicht hoch. Was soll denn das? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die haben hier einen riesen Zaun gezogen, dass wir nicht auf die Brücke kommen. Sag mal, das kann ja wohl nicht wahr sein. Guckt euch das an. Guck mal, da kommt ein See. Ja, vorhin war schon die andere Sehenswürdigkeit vergessen. Guck mal, das ist ein See. Oh, so dicht fahren wir noch nie an. War schon mal so dicht an. Oh, kurz mal Chat lesen. Und Sonnenblume hat zu viel. Was? Trans wäre ich? Was ist mit Trans? Nein, diese Little Katsu hat gefragt, also nicht böse gemeint, bist du trans? Achso, nee. Nee, du musst. Unter Trans, ja, in der Szene, wenn du sagst Trans oder Transe, damit wird meistens ein Transvestit betitelt.
Transvestit wie ein verkleideter Mann, der seinen Fetisch nachgeht und ja, sich halt diese weibliche Seite irgendwie auslebt. Ja, das ist ein Trans, also Transvestit oder TV. Ja, das ist also was anderes. Das verwechseln immer viele. Viele sagen mal, hey, du Trans und so. Dabei wissen die gar nicht, dass das falsch ist. Das ist völlig falsch. Das ist, oh, guck mal hier. Oh, guck mal, ein wunderschönes, oh, Mensch, haben wir ein Bild. Am besten wieder Profiltext lesen und dann auf meine Website gehen unter Über mich, da steht das erklärtes Thema. Ja, auf meine Webseite unter Über mich, da wird es auf der zweiten Seite da unter Über mich, da wird es erklärt. Also einfach unter Über mich gehen und am besten alle vier Seiten lesen, dann kennt er genau, was Sache ist. Wisst ihr genau, was los ist. Guck mal hier. Oh, ein Weih, so weit das Auge reicht, ein Sonnenblumenfeld hier. Welche? Achso, hups. Ja, Transgender ist der Allgemeinbegriff. Transgender und Transgender fallen alle Leute irgendwie. Also alle, da fallen auch die Androgynen, ja, die man früher, oder hier intersexuell, ja. Die hat man, die man früher Twitter genannt hat, die hat man Twitter genannt, die nennen sich jetzt intersexuell. Verrückt, oder? Ja, also transsexuell, intersexuell, Transvestit, TVs, Androgynen, also die fallen alle unter dem Motto Transgender dann. Crossdresser. Also CDs, Crossdresser gibt's noch, was haben wir noch? Was gibt's denn noch? Ja, die weiblichen Seiten davon, also praktisch hier Drag Kings, ja, das fällt alles unter alles Transgender dann. Ah, Sonnenblume! Kann man halt nicht... Ich weiß. Sag einfach Mensch. Habe ich jetzt ein Foto von lauter Freude gemacht? Ja, oder? Ich mache lieber noch ein. Schaut euch mal dieses so. Ey, da fährt. Kommt da ein Boot oder kommt da ein Mähdrescher, der die Blumen weg. Was macht denn da? Guck, was kommt denn da? Ist ein Boot, oder? Fährt. Ist hinter dem Blumenfeld noch ein See? Wir haben ja Gott sei Dank Zeit, weil wir ja ohne Fracht fahren. Guck mal, der Zaun ist ellenlang. Wir kommen nirgendwo rauf. Überall ist der Zaun. Also jetzt werde ich meine Son Goku-Fähigkeit benutzen. Jetzt will ich aber, das will ich jetzt aber sehen. Also wenn hier so ein riesen Zaun gespannt wird. Warte mal, kurz durchs Wasser gehen. Autsch, jetzt habe ich Füße nass gemacht. Jetzt habe ich nasse Füße. Guck mal, wie weit der Zaun ist. Das ist ein Flughafen. Das ist ein ganzer Flughafen, ist hier versteckt. Ich habe gerade den Flughafenturm gesehen. Könnt ihr das sehen da hinten? Da ist ein Flughafenturm. Da. Könnt ihr das sehen? Da oben. Warte mal. Hey, ach so, hier hängt noch hinterher. Ja, ist ja ein kleiner Bach. Da kann man durchlaufen. Dann gucken wir mal von der anderen Seite. Komm, wir rennen ein Stück, Leute. Haltet Schritt. Ich bin trainiert. Ich will jetzt da oben... Jetzt mache ich den Son Goku. Jetzt mache ich auch noch Son Goku. Ich will da oben rauf jetzt. Jetzt wurde meine Neugierde geweckt. Wenn ihr so ein langer... Oh, guck mal da. Ganz viele Flugzeuge. Guck mal hier. Ja, hier. Pass auf jetzt. Noch ein Stück weiter. Wir fahren noch ein Stück weiter mit dem Auto. Warte. Oh, da ist ein Flughafen. Da fahren wir hin. Ich will auch den Flughafen sehen. Wer will den Flughafen sehen? Ich schon. So, seid alle mitgekommen? Guck mal, da rennen sie alle. Guck mal, wie sie alle die Zunge raushängen haben. Ja, ich habe euch gesagt, ich habe euch gewarnt. Ja, ich habe euch gewarnt. Los, da gehen wir hin. Bisschen langsam machen. Warte mal. So. Autsch. So. Fahren wir noch ein Stück weiter, und zwar ein Stück weiter noch. Hallo, mein Flug. Ja, das ist ETS, Leute. Wir sehen wieder mal Dinge. Guck mal da. Geile Sache. Ein Stück weiter fahren. Das muss man wieder so weit zurücklaufen. So, bis hier. Denkt dran, ein paar müssen im LKW drin. Oh, guck mal. Oh, sind ja rechts und links hier. Hier ist ja rechts und links. Hier ist ja voll was los. Hier kommen wir oben rauf. Hier ist ja voll was los. Gott sei Dank haben wir keine Fracht dabei. Mensch, heute ist ein geiler Tag. Heute erstmal LOL gespielt und jetzt sehen wir hier Leute. Ey, der Tag ist ein voller Erfolg, kann man sagen. Autsch. Der Tag ist ja ein voller Erfolg. Nur noch geile Sachen heute. Und hopp. Denk, oh, guck mal hier. Coole Sache. Denkt an, ein paar müssen am LKW bleiben. Oh.
Jawoll, ja, ja. Da! Oh, Schande, das ist ja geil. Das ist nur Foto. Das ist ja cool, Mann. Hier ist ein ganzer Flughafen. Hier fahren sogar LKWs lang. Ich wette, wir dürfen hier gar nicht lang fahren. Zeig mal, ja, nee. Guck mal. Wir dürfen hier gar nicht sein. Wir sind hier aber. Seht ihr? Wenn man normal ETS spielt, würde man das alles niemals sehen. Oh, hier, guck mal. Geilomato, Geilomato. Hier fahren Flugzeuge. Guck mal hier, guck mal eins. So ist ETS geil, oder? Und wir haben ein wunderschönes Wetter für Fotos machen. Der Flughafen. Bisschen höher, so. So. Lächeln. Ja, Mann. Ja, 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 ja. Oh. Guck mal, die haben Privilegien. So, ich sag dir jetzt mal gute Nacht. Vielleicht kommen wir morgen mal nochmal vorbei. Ja, Esme. Dann schlaf nachher schön, träum mal schön. Sag, geh, träum von Hypnos World. Oh, guck mal, wie viel... Schauen wir mal. Keine Ahnung, was es sich in meinem Traum so einschleicht. Ja, Mann. Doch, du wirst sehen. Also, schlaf schön, träum mal schön, ist okay? Jo, du noch gute Fahrt. Ja. Kollege. Ja, Kollege. Was wird, Kollege? Und lass mir die Autos gehen. Ja. Was, lass dir die Autos gehen? Nee, lass die Autos gehen und ach, kaputt machen. Ach so, ja, Mann. Noch dir. Mach mal die Flugzeuge da weg. Oh, guck mal, wie viele Flugzeuge hier sind. En masse, hier sind ja en masse. Hier ist sogar, guck mal, so ein Busding, wo die Flugzeuge ran. User disconnected from your channel. Wo die Flugzeuge andocken. Guck mal, hier ist so ein. Und da hinten, boah, ja, hier hat ja voll ein Feld hier. Oh, guck mal hier. Da! Foto! Ja! Mann, das ist ja wie eine Goldgrube. Das ist ja eine Fotogoldgrube. Ich wollte das so stottern hier. Das ist ja hier eine Fotogoldgrube. Junge, 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 Junge. Jetzt machen wir 2-3 Tage gar keine Fotos, aber jetzt können wir eine ganze Fotosession hier machen. Oh. Achtung, guck rechts, da werden wir beinahe überfahren worden. Erst ein Auto. Was ist denn cool? Achso, Noctia, wenn du willst, kannst du nach Teamspeak kommen. Komm nach Teamspeak, Mensch. Du stehst auf Flugzeug, oder? Nein, ich stehe auf Fotos machen. Außerdem, ich stehe auf alles eigentlich. Außer wenn ich sitze, dann sitze ich drauf. Nein, Mann, doch. Von hier mal? Lächeln. Rüber. Oh. Oh, Mann, wenn ich jetzt losgerannt wäre, wären wir überfahren worden. Gott sei Dank haben wir nochmal Glück gehabt. Guck mal hier. Oh. Alter Verwalter. Was für ein Anblick. Oh. Mist, mit dem Flugzeug hätte ich gar nicht. Da hinten ist noch ein. Das ist ja hier ein riesen Airport. Hier sind ja zwei Flughäfen. Das ist ja hier ein riesen Airport. Das ist ja unglaublich. Welche? Geile Sache, geile Sache. Kannst du auch überfahren werden, Cosi. Hätte mal Anna Maria. Anna Maria May. Da ist sie ja wieder. Das sagt mir doch gerade was. Weißt du gerade, wo du auf der Map bist? Ja! Geil, guck mal, die fährt sogar mit das Flugzeug hier, kommt so mit Licht sogar. Warte mal, da kommen wir. Jetzt aufpassen. Achtung. Und. Lächeln! Da hinten ist die Landebahn. Der sieht aus wie eine Boeing. Eine Boeing 47747. Geil, Leute, wir haben hier voll den Fotoplatz entdeckt. Guckt euch das hier an. Ist das geil? Schade, die Wolken ziehen sich zusammen. Cosima hat eine Fotoquelle entdeckt. Erst LOL und jetzt hier noch. Mann, ist das geil. Das ist ja mega. Das ist mega, Leute. Gibt es noch eine Steigerung für mega? Juhu, was die? Oh, das muss ein gigantischer Flughafen. Guck mal, da hinten ist alles da. Hier ist alles voll. Das ist ein riesen gigantisches Flughafen. Das sind hier zwei Terminals, kann man sagen. Das ist ja ein riesen Teil hier. Warte mal, jetzt hier. Und? Nein, verkackt. Oh, nein, na gut. Geile Sache. Ein riesen Flugzeuggelände hier. Hier nochmal, die Skyline.
Mann, heute lande ich so richtig in Hits, seid mal ehrlich. Heute lande ich richtig Hits, ich lande ohne eine Hits. Ich bin heute voll am Gewinnen. Erst bei LOL gewonnen, jetzt hier gewonnen. Guck mal, da fliegt das. Wollte gerade sagen. Achtung, rechts, links gucken, rüber. Fliegt es jetzt weg? Können wir ein Flugzeug fliegen sehen? Nee, es kommt gerade an. Oh, da hat sich gerade eins materialisiert. Na gut. Gut, dann weiter. Sollen wir ein bisschen fahren. Aber seid mal ehrlich, genau das ist ETS, ja? Genau das ist ETS. Nicht nur fahren. Guck mal, kommt wieder eins. Hier über die Brücke so, oder? So, hier, komm, schnell hier. Ja, runter hier und. Ah. Geil. Wirklich geil. Ach, bist jetzt mit mehreren Accounts da, ja? Anna Maria ist jetzt, Anna Maria Me ist jetzt, und dann gibt's noch mal Sonnenblume. Sie ist mit zwei Accounts da sozusagen. Einmal mit Sonnenblume und einmal mit Anna Maria Me. Sie hat also mehrere Accounts. Hier noch. Davon werden wir dann als Cover nehmen. Ich hab zu spät gelacht, nochmal. Denk dann beim Foto machen immer lächeln. So, hey. Nicht umfahren, sag ich dir. Gut. Ey, das war ja cool. Das war echt cool, muss man sagen. Da haben wir ein geiles Ding abgezogen. Nochmal. Und? Nee. Ich weiß nicht, wann ich knipsen soll. Sie sagt ja. Anna Maria Me. Wo geh mal? Lupus Lucifer. Lupus. Dum 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 da da dum. Dum dum da dum dum da da dum dum. Da habe ich ja. Oh, guck mal hier. Voll geil. Ey, wisst ihr, wie das nachts aussehen muss, wenn hier nachts ist? Dann fahren die alle mit Licht, die Flugzeuge. Dann ist der ganze Flughafen bestimmt beleuchtet. Ey, das sieht nachts bestimmt geil aus. Ja, Mann, das sieht nachts bestimmt geil aus. Ein schöner Verkehr hier zwischen dem Flughafen, zwischen den Terminals, oder? Los, rüber alle. Und, komm mal hier runter. Doch, ja, komm mal runter. Ups, ah! Und hopp! Hallo, fahren wir weiter. Voll geil, sag ich nur. Hüpf. Und kommt alle mit? Guck mal, einer ist den Berg runtergefallen. Da, noch einer. Zwei von euch sind gerade den Berg runtergefallen. Schwach, Leute. Echt schwach. Guck mal da oben. Hilfe, aufgeregt. Warum wartet ihr denn alle? Ich stehe doch auf dem Standstreifen. Fahrt vorbei, Mann. Was ist los mit euch? Seid ihr alle betrunken oder was? Schon wieder Stau. Das war ja geil. Junge, Junge, das war ja geil gerade. Voll reingesteigert. Tut mir leid, Leute, ja, wenn ich manchmal so ein bisschen nicht bei euch bin. Ihr seht ja, dann bin ich gerade am Fühlen. Ich fühle, bin dann sozusagen emotional, ihr kennt mich ja. Ja, Feststellbremse. Das war ja geil. Jetzt fahrt da alle los. Jetzt, wo ich rein will, fahrt da alle los. Habt ihr jetzt auf mich gewartet, um mich zu bashen oder was jetzt? Hör mal jetzt auf jetzt hier. Lass mir mal rein jetzt. Hör auf zu blinken jetzt, macht mich verrückt. Mach mal Licht jetzt an. So, gut. Das eine ist bestimmt eine Boeing 747 oder so. Auf jeden Fall eine Boeing bestimmt. Das ist Lufthansa-Zeichen oder so. Oder Lufthansa-Zeichen. Guck mal, jetzt fahren wir durch ein Dings. Fahren wir jetzt durch den Berg. Der Berg ruft! Mann, das ist ja voll geil. Das ist ja... Ich weiß, geil klingt jetzt nicht so besonders intelligent, aber seid mal ehrlich, das ist voll geil. Was geil ist geil, oder? Ich kann ja auch schön sagen, aber schön ist untertrieben. Geil ist besser, oder? Geil ist besser als schön. Man kann auch sagen, schön geil. Es ist echt schön geil, oder? Guck mal hier. Juhu! Ich freue mich. Was ist denn das da?
Achso, ich dachte, jetzt ist auch noch Schienen, so eine Art Schienenverkehr oder sowas. Dann hätte ich mir gar nicht mehr einbekommen vor heute. Dann kann er gar nicht schlafen gehen, Mensch. Eine Frage? Lalalalalalalala. Nein, nicht welches, sondern wie heißt das? Du musst fragen, wie heißt das? Ein paar wissen es. Wer weiß, wie dieses Plüschtier im Hintergrund heißt? Wer weiß es? Leute, wir haben einen fetten Flughafen gesehen. Guck mal, dieses Gebäude da. Leute, wir sind zum ersten Mal jetzt in Amsterdam, oder? Zumindest geistig. Oder? Vielleicht war ich schon mal da, aber hab's nicht gemerkt. Vielleicht war ich schon mal geistig umnachtet hier. Wahrscheinlich im Multiplayer wahrscheinlich. Aber da war ich dann geistig umnachtet hier gewesen. Autsch! Mach mir nicht Beule, du. Sonst ich mach dir auch Beule. Dann du hast ein größeres Problem als ich hab, wenn ich hab Beule. So, mach mal Gas davon. Was schleichst du eigentlich so rum, sag mal? Ach, FBI, hier FBI ist hier, habt ihr gesehen? Die wollten mich überwachen. Mensch, Leute, fragt mich doch, ihr braucht mich nicht überwachen. Ihr könnt mich fragen, ich beantworte euch alle Fragen. Ah, ich hab zu leicht abgebremst. Gott sei Dank hat das Lüb nicht gesehen. Wenn das jetzt wieder Lüb gesehen hat, dann hätte er wieder geschimpft mit mir. Warte nur, erst wartet dann im Vater weiter. Sollen das schon wieder? Osnabrück, habt ihr gesehen, nach rechts. Kam schon das Amsterdam-Schild? Ich hab mir gar nichts. Keine Begrüßung gesehen. Ah, jetzt. Herzlich willkommen, Amsterdam. Ich mag Amsterdam. Ich mag den Namen irgendwie. Fragt mich nicht warum. Keine Ahnung. Ich mag Amsterdam. Ich weiß bloß nicht warum. Ich höre den Namen und ich denke, ich mag es. Ich weiß nicht warum. Was diskutiert ihr da? Habt euch alle lieb. Denkt dran, sonst gibt es keinen Joghurt. Wer nicht lieb ist, kriegt keinen Joghurt. Wofür sortiere ich mich eigentlich rechts ein? Ah ja, damit ich wieder von ganz rechts nach ganz links abbiegen kann. Das ist klar. Das habe ich drauf. Das kann ich. Das habe ich drauf. Ey, LOL hat voll Bock gebracht, Leute. LOL hat echt voll Bock gebracht. Das war so erfrischend. Das war vor allem Strategie. Ich mag ja Strategie. Ich habe ja nicht umsonst mal Schach gespielt. In meiner Kindheit. Ich war sogar gut gewesen. Glaubt man kaum, ist aber so. Man könnte sogar sagen, ich war sehr gut gewesen. Bestialisch kann man schon sagen. Fast bestialisch. Dann bist du. Da ist jemand hängen geblieben. Oh, wer ist denn hängen geblieben? Irgendjemand ist gerade hängen geblieben. Denkt dann, wenn ihr hängen bleibt, einfach wieder lösen. Ja? Wenn man hängen bleibt, einfach wieder lösen. Das geht. Ja, denk dran, wenn man hängen bleibt, einfach lösen wieder. Guck mal, da braut sich was zusammen. Unser schönes Wetter ist bald vorbei. Leider. Wie spät haben wir es überhaupt jetzt? 1 Uhr schon wieder. Scheiße. Es ist schon wieder 1 Uhr. Ah, ein bisschen möchte ich noch eine Tour irgendwie fahren. Irgendwo hin. Wohin? Los, alle aussteigen, Leute, ins Hotel. Für mich bitte mal die. Welche nehme ich denn? Ich nehme heute mal eine normale Suite, ja? Ich will jetzt nicht die Präsidenten-Suite. Ich gehe mit meinen Dienstmädchen, die warten ja. Nee, ich muss erstmal hier Dienstmädchen kennenlernen in Amsterdam. Wir waren ja hier noch nie, oder? Zeig mal her. Das heißt, ich muss erstmal hier Dienstmädchen kennenlernen, die ich damit aufs Zimmer nehmen kann. Okay, Mann. Dann erstmal eine normale Suite für mich bitte, ja? Bestellt mal für mich eine normale mit. So, wer ist denn jetzt hängen geblieben bei euch? Wer von euch ist hängen geblieben? Denkt dran, wenn ihr hängen bleibt, löst euch wieder. Ja, das ist wie so, einfach lösen wieder. Ja, genau, der Moment, wenn Cosi nicht klar kommt, was im Chat los ist. Bin ich gefragt worden? Wenn ja, ja, ich bin schwanger, wisst ihr ja. Warte mal, weil ich mache eine Ansage. Achtung, Achtung, ich verstehe den Chat mal wieder nicht, weil ich wieder mal total in mein Element bin. Vielen Dank für die Durchsage. Und alle, die hängen geblieben sind, bitte jetzt wieder lösen. So, Chef, ich will lösen. Ich weiß die Antwort. Entweder übersehe ich es oder ich weiß auch nicht, wo das Lenkrad mit der...
Ah, Lenkrad mit der Gangschaltung. Ja, wo steht denn das? Habt ihr Fragen? Soll ich was beantworten? Zum Beispiel, wann kommt Weihnachten zum Beispiel? Oder nee, wann? Versteht ihr? Seid jetzt alle draußen. Mir fallen schon keine dummen Sprüche mehr gerade mehr ein. So, jetzt los. Ich muss ja mal unsere Kiste abstellen. Oh ja, mach noch einen Satz nach vorne Richtung Scania. Guck mal, Mercedes, lang nicht mehr gesehen, aber die Farbe ist unerotisch. Du haben keine schöne Farbe. Nicht schön. Das sieht echt. Was ist mit dem LKW-Fahrer los? Junge, was hast du getrunken? Haben die dich in der Lackierwerkstatt beschissen oder sowas? Lass mich raten. Du hast den wahrscheinlich bekommen und musstest die Farbe nehmen, oder? Wahrscheinlich gehört er dir nicht mal. Wahrscheinlich hat dein Chef die Farbe gekauft. Und du selber sitzt den ganzen Tag in deinem LKW und weinst wahrscheinlich, oder? Ja, würde mir auch so gehen. Armer Kollege. Tja, wir sind selbstständig. Wir haben unsere eigene Farbe gekauft. Wir sind selbstständig. Wir fahren unsere eigene beschissene Farbe. Ja, Mann. Man glaubt es kaum, aber wir fahren unsere eigene beschissene Farbe. Glaubt man kaum, ist aber so. So, los. Lichter aus, Motor aus. Und herzlich willkommen in Amsterdam. Zeig mal kurz die Karte nochmal. Was gibt's denn alles Schönes hier? Oh, hier werden Träume wahr. Im wahrsten Sinne, wenn nicht Christenkeks in Amsterdam. Auf jeden Fall werden so oder so die Träume hier wahr. Also mir gefällt besser Anna-Maria Meh. Ja, Anna-Maria Meh gefällt mir besser. La la la. De, 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 de. So, Anna-Maria Meh. Das klingt wie aus so einer Rollenspielgeschichte, oder? Wie so eine Heldengeschichte mit Ritter und Prinzessinnen. Und da kommt sie, die holde Anna-Maria Meh. So reichet mir die Hand und ich nehme euch mit in mein Land. Da habe ich ein kleines Verslein vor kurzem mal gedichtet, so durch Zufall, wenn ich morgens beim Spiegel bin, ja, fallen mir mal so eine Dinge ein. Da fallen mir mal diese tiefgründigen Sprüche ein. Da hatte ich ein tolles Gedicht im Kopf auf einmal. Keine Ahnung, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Ja, Mann, das war irgendwie schön. Das erzähle ich euch irgendwann mal noch. Ich wollte es eigentlich schon mal erzählen, bin davon abgekommen, hab's vergessen. Es passieren einfach zu viele Dinge im Moment. Seht ihr, heute ist Lohl gekommen. Im Moment passieren einfach zu viele Dinge. So. Das heißt, wir haben also für die nächsten Jahre noch echt Programm. A7. Wo geht denn jetzt die Reise hin? So, jetzt sind wir endlich angekommen in Amsterdam, ja? Wir haben ja lange darauf hingearbeitet, nach Amsterdam zu kommen. Unser nächstes Ziel, Leute, pass auf, jetzt geht's los. Jetzt endlich. Da haben wir lange drauf gewartet, ja? Ich glaube, wir waren hier unten gewesen irgendwo. Ich glaube, wo waren wir denn hier? Irgendwo hier unten waren wir, noch hinter Linz. Ich glaube, wir waren in Budapest oder sowas. Budapest, Banská, Bratislava. Da haben wir gesagt, wir fahren nach Amsterdam. Und wenn wir in Amsterdam angekommen sind, dann fahren wir wohin? Na, wer weiß es noch? Ist schon lange her, oder? Dann fahren wir, wer weiß noch, wo wir dann hinfahren? Wer weiß es noch? Auch für die Hypnoleute. Für die YouTube-Leute, ja? Für die YouTube-Leute. Wo fahren wir hin? Ich lasse euch mal einen Augenblick Zeit. Denkt nach. Wir hatten damals da unten gesagt, wir fahren erstmal nach Amsterdam und dann fahren wir zu... Na, wo fahren wir da hin? Wer weiß es noch? Mann, was ist gerade im Chat schon wieder los? Ich stelle gerade eine Frage und die reden da irgendwas anderes. Irgendwas vom Brot, Backen, was? Wie geht's euch? Gut, mir geht's gut. Ja, mir geht's gut. Ich glaube, der gerade gefragt hat, wie geht's euch, der möchte auch gebannt werden, sagt er. Der möchte gebannt werden. Ja, einmal bann bitte. Plakate mögen wir nicht. Wir wollen keine Plakate. Bannt ihn weg. So, nee, nicht Hamburg. Hamburg, hat jemand Hamburg gesagt? Nein. Für YouTube-Leute, ja, ich lasse noch einen Augenblick Zeit vergehen. Wo wollten wir, nachdem wir in Amsterdam ankamen, gekommen, wollten hinkommen, gehen, da an Seien, wo wollten wir dann hin? Ich genieße mal, lass mir mal erstmal ein Fläschchen hier aufmachen. Ich bin kaum zum Trinken gekommen. Ich war voll im LOL-Fieber vorhin. Ich hab ja gar nichts mehr mitbekommen bei LOL. Ich war total in der Gamer-Welt versunken. Ja, ab und zu habe ich dann noch mitbekommen, Mensch, ich muss ja Chat lesen, ja. Ich bin total in der Gamer-Welt verschwunden, geistig kann man sagen. Also LOL hat mich total weggezogen.
Junge, Junge, Junge. Ja, Mensch, Plagiate wollen wir hier nicht. Nein, das ist Namensverarschung, nennt man sowas. Das nennt man Namensverarschung. Ein alter Witz, ein alter Hut. Ein alter Witz, Mensch. Ja, da stehen wir nicht drauf, auf Namensverarschungen. Kiel, ja, aber ist es nicht. Also, wer weiß es von den, wahrscheinlich sind die Eltern alle gar nicht da. Also alles neue Leute hier, oder? Kann es sein? Ja. Genau. Warte mal. Nee, also wer weiß es? Okay, ich löse jetzt. Für die YouTube-Leute, ihr hattet jetzt ein bisschen Zeit. Warte, wir lassen noch mal einen Augenblick. Wo wollten wir danach hinfahren? Ich habe schon von gesprochen gehabt ein paar Mal. Wer weiß es noch? Warte mal, ich löse mal kurz. Warte mal kurz lösen. So. Ich helfe mal kurz mal mit hier, warte mal. So. Zack. So. Nein, es fängt immer so an. Meistens wirst du, am Anfang ist es so und dann wirst du verarscht. Das ist immer das Gleiche an Natalu. Es ist von Anfang an schon immer so gewesen. Das hatten wir schon ein paar Mal gehabt, solche Dinge. Man wird meistens dann nur verarscht. So auf die ironische Weise. Nach dem Motto, das kriegt die nicht mit oder so. Bei uns vor allen Dingen. Wo wir den ganzen Abend hier Sprüche kloppen, denken die, ich krieg's nicht mit. Das ist immer so abgefahren. Die denken mal, ich krieg's nicht mit. Die wundern, die merken bloß nicht, dass die ganze Zeit schon mit, dass ich mit ihm mitspiele. Ja? Mann, das ist auf meinem Gebiet. Ich hau den ganzen Abend Sprüche raus und wollen dann bei mir Sprüche kloppen. Ich frag mich, da muss man echt, das ist ja so, als ob du, keine Ahnung, du gehst, keine Ahnung. Das ist so, pass auf, also, Thema, wieder zurück zum Thema. So, ja, also, jetzt habt ihr genug Zeit zum Überlegen gehabt. Also, nachdem wir nach Amsterdam gekommen sind, wollten wir dann zu den zwei Mutterschiffen fahren. Hä? Zu den zwei Mutterschiffen. Da wollten wir Fotos machen, wisst ihr noch? Wir sind ja schon mal dran vorbeigefahren. Wir sind ein paar Mal dran vorbeigefahren. Aber nur Multiplayer. Aber wir sind nicht in unserer Geschichte. In unserer Geschichte waren wir da noch nicht. Wir wollten zu den zwei Mutterschiffen. Eine Sensation. Zwei Mutterschiffe nebeneinander. Und wir haben keine Fotos davon. Wir haben nichts davon. Wir sind aber schon ein paar Mal dran vorbeigefahren. Einmal Multiplayer. Ja, zweimal Multiplayer sogar. Wenn nicht sogar dreimal sogar. Aber wir haben darüber geschwiegen. Wir haben nichts darüber gesagt. Ja. Ja, Mensch. Einfach Leute einfach benehmen, wisst ihr doch. Das kennt ihr doch, das Spiel. Einfach benehmen und dann ist gut. So. Einfach benehmen und dann ist gut. Also. Unser nächstes Dings heißt zu den zwei Mutterschiffen. Und jetzt könnt ihr mal raten, für die YouTube-Leute, ratet mal, wo könnten diese zwei Mutterschiffe sein? Ja, wo könnten die zwei Mutterschiffe sein? Das ist hier die Frage. Ich wette, einige von euch können ahnen das bestimmt schon. Wo könnten die zwei Mutterschiffe sein? Ja, Mann. Mein Dashboard kackt dann dauernd nochmal ab. Das ist aber schade. Warte mal. Dashboard kackt immer. Mal aktualisieren. Mal. Da machst du das mit. Heute ist wieder mal so ein echt spannender Tag, oder? Heute ist wieder mal so ein spannender Tag. Keiner weiß es, oder? Auch für die YouTube-Leute, ja. Denkt dran, wo könnten wir praktisch... Wo könnte es sein? Wo sind die zwei Mutterschiffe? Wo könnten sie sein? So.
Entweder sind alle eingeschlafen von meinen Leuten, die schon länger dabei sind, oder ihr überlegt gerade, eins von beiden. Ich hoffe, ihr seid eingeschlafen, dann habe ich das erreicht, dass man bei Hypnosvolt wunderschön einschlafen kann. Das wäre schön, dass man sagt, Mensch, bei Cosima bin ich so gerne, kann ich so schön einschlafen. Das heißt, wenn ich das erstmal hinbekommen habe, dann bin ich richtig gut geworden. So. Zack. Keiner weiß es, oder? Ich meinte damit, ach so, wer es nicht richtig verstanden hat, und zwar welche Gegend? Ist es in Polen? Ist es in Deutschland? Ist es in Norwegen? Ist es in Schweden? Ist es in England? Wo könnten diese zwei Mutterschiffe sein? Wer weiß es? In welcher Gegend? In Polen, Deutschland, Schweden, England, Norwegen, Paris, also hier Frankreich. Also wo könnten diese zwei Mutterschiffe sein? Ich glaube, mein Chat ist gerade abgestürzt. Ich weiß nicht, ob mein Chat noch geht. Ich glaube, mein Chat ist abgestürzt. Müsste mal einer einen Test schreiben oder so. Im Moment. Ne, jetzt geht's wieder. Genau. Keiner, oder? Es weiß keiner, wo es ist. Das ist gut. Wenn es keiner weiß, ist ja gut. Dann ist ja gut. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal nach... irgendwie Osnabrück oder nach Gröningen. Gröningen. Ich musste gerade an Grönemeyer denken. Wie spät haben wir es jetzt eigentlich? 21. Wir waren mal auf dem Weg bis zur Tanke und dann hören wir es mal auf. Genau. Ist ja auch schon spät wieder. Juki, schlaf schön. Träum was Schönes. Und alle, die jetzt gehen wollen. Annemarie, glaube ich, auch. Oder, also alle, die gehen, schlaf schön. Träum was Schönes. Dann los, aber wir müssen ja auch erstmal bei dem schlafen. Schnarch, 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 schnarch. Oh, es ist früher Morgen um 6.05 Uhr. Aber schaut mal. Ein fast klarer Himmel lächelt uns entgegen. Und erwartungsvoll schauen wir jetzt in unser Auftragsbüchlein hinein. Dänemark. Little sagt Dänemark. Little Katsu. User joined your channel. Oh, dein Chat ist abgestürzt. Mein Chat ist abgestürzt. Nee, aber geht doch. Also dein Stream lädt die ganze Zeit nach und der Chat ist voll gespammt mit Zeug, aber du siehst das augenscheinlich nicht. Doch, eben sagt Anna-Maria Dings, hat geschrieben, ich möchte nicht nach Nö-Nö. Was? Ich möchte noch User nicht. User joined your channel. Oh, das ist du. Octavia. Ich noch nicht Nö-Nö. Ja genau, und davor war aber noch ganz viel anderes Zeug. Ist jetzt noch jemand gekommen, oder? Ah? Ach, Pufa ist noch dazu gekommen. Pufa ist noch runtergekommen, wir waren nach oben. So. Aber jetzt geht's doch wieder. Doch, jetzt geht der Chat wieder. Du hast aber einiges verpasst. Was habe ich denn verpasst? War was? War, oh Gott, mal eben. Hat jemand mich gefragt? Ich hab Nacht gesagt. Du gehst jetzt, ja? Ja, aber ich guck noch, ob irgendwas zu eben so nehmen kann. Jetzt ist mein Chat gerade zerhäckselt wieder. Müsste mal jemand was schreiben, damit er das wieder klar macht. Jetzt ist wieder klar. Dänemark, noch nicht. Nö. So, meine Süße, schlaft jetzt. Ich bin anwesend. Was? So? Ach so. Sag mal, bei Lupus ist jetzt anscheinend seine Süße immer da. Der hat die anscheinend schon bei sich geparkt oder so. Parkt die jetzt bei dir? Ja, ich frag ja gerade. Parkt die, sag mal, Lupus, parkt die bei dir jetzt immer rum, deine Süße? Parkt die. Was ist denn Spruch? Ey, ich hab grad meinen Spruch gefunden. Parkt deine Süße jetzt immer bei dir rum? Ey, das ist voll der Trackerspruch, oder? Hey, parkt deine Süße immer bei dir rum oder was? So. Das ist ja ein Ding. Das finde ich schon Trackersprüche hier. Ich glaube, ich spiele schon zu lange ETS. Was, wieso fährst du so lange nicht mehr da? Und wie geht's? Was? Achso, was lese ich da schon wieder? Ich lese noch. Und dann lese ich auch noch falsch und so entstehen neue Dinge. Los jetzt. Also Noctia geht ins Bettelein. Also ich habe mega Delay mittlerweile. Ne? Also ich habe jetzt gerade erst den Channel Join gehört. Echt jetzt? Ich wollte es nur mal sagen. Also ich habe jetzt gerade erst gehört, dass wir in den Channel reingekommen sind. Also, ich weiß nicht, ob die anderen das auch so haben, aber... Ne. Leute, wir haben anscheinend wieder mal einen mega langen, ne? Einen mega langen. Leckt auch immer, also der lädt bei mir immer nach. Ein mega langen Delay. Ja, scheint so. Und, aber ich gehe dann jetzt auch ins Bett. Warte noch hier, bevor du gehst. Und zwar,
Ich habe ein bisschen LOL gespielt, hast du ja vielleicht noch mitbekommen. Und, ja. Ja, genau, Pufa auch. Ich wollte mit euch heute spielen, aber ihr seht, es hat nicht geklappt. Ich wollte euch ja fertig machen, ja, aber ich bin nicht dazu gekommen, ja. Okay. Ihr müsst also noch ein bisschen Geduld haben, bis ich euch fertig machen kann, okay? Okay. Und Pufa auch, ja. Ihr müsst noch ein bisschen warten. Aber nächstes Mal, oder? Ich habe jetzt alles durch und jetzt können wir praktisch morgen mal rumtesten, oder? Ja, können wir morgen machen, klar. Was heißt denn das? Vor ETS dann wieder. Genau, spielen wir dann zu dritt oder wie? Oder was? In einem Team oder wie? Wir können auch noch mit mehreren Leuten. Also man kann insgesamt mit 10 Leuten zusammenspielen. Mit 10 Leuten? Vielleicht kriegen wir ja so eine Gruppe, wo man gegeneinander spielen kann oder sowas. Ja, dann bräuchten wir entweder 4 Leute. Ja. Das ist das Minimum, würde ich sagen. 4 Leute. Oder halt 6 oder 8 oder 10, halt, dass man immer gleich viele Leute auf den Seiten hat. Ja. Müssen wir mal gucken. Kriegen wir bestimmt hin. Naja, 3 sind wir, wenn Pufa mitmacht. Wenn Pufa dabei ist oder wenn er morgen da ist? Ja, dann müssten wir halt 3 gegen 3 spielen, dann spielen wir 3, also wir 3 gegen 3 Bots. Weil gegen andere Spieler, dafür bist du noch nicht gerüstet. Also wir müssen erstmal morgen ein paar Bot-Spiele machen. Oder so. Wenn sowas geht, dann ja, dann so. Ja, das wird wahrscheinlich auch gar nicht, also ich weiß gar nicht, wie die das mittlerweile gemacht haben. So. Aber ich glaube, Pufa, du am Anfang kannst du doch gar nicht großartig gegen andere Spieler spielen, ne? Oder? Ja, nur gegen Bots. Nur gegen Bots, ne? Ja. Wieso? Ich kann gar nicht gegen andere Spieler spielen? Nee. Ja, das haben die so gemacht. Stufe, lass mich lügen. Was? 8, 9, 10. 5, ne? 10 erst? Ich meine 5. Aha, nee. Warte, ab Level 5 erst, oder was? Ja, aber das geht schnell. Achso, nee, ist ja nicht schlimm. Ist ja egal. Jetzt schon Stufe 2. Ja, ist ja egal. Muss ja auch nicht. Es eilt ja auch nicht. Der Weg ist das Ziel, wisst ihr. Ich hab's nicht eilig, gegen andere zu spielen. Da habe ich ja sowieso keine Chance. Von daher ist also blöd. Ich hab's also nicht so eilig, gegen Leute zu spielen, wo ich dann sowieso immer verliere. Also, ist auch nicht schlimm, wenn ich verliere. Aber ich meine, das bringt ja nichts. Ich bin ja kein Gegner. Also ist ja für die Leute auch langweilig dann. Ja. Ah, kriegen wir alles hin. Ja, dann machen wir es so. Genau. Na dann. Ja, Noctea, dann schlaf schon mal schön, wenn du dich verabschiedest und so. Ja. Jetzt ins Bett. Träum was Schönes dann. Gut. Dankeschön. Selbst auch später. Genau. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. User disconnected from your channel. Ja. Ja, ciao. Verbinden. Achso, Timo. Bin gleich wieder da, sagt Timo. Ah, Lupus sagt, manchmal ist sie bei Ihnen und manchmal ist er bei ihr. Sagt Lupus gerade. Ja, das petze ich mal für die YouTube-Leute. So, und keiner hat geraten, wo wir hinfahren, oder? Spielst du auch ATS? Ja, Mensch. Und du musst mal auf unseren YouTube-Kanal schauen. Wir haben so Playlisten. Da musst du mal gucken, was ich schon gespielt habe. Wir spielen ja alles. Und ATS spielen wir ganz anders. ATS spielen wir ganz, ganz anders. Ich sage nur Vito. Ich sag nur Vito, musst du auf unseren YouTube-Kanal mal gucken, ATS. Dann wirst du wissen, was ich meine. Ich spiele ATS ein bisschen anders. Ich spiele es nicht, ja, wie sagt man, das musst du gesehen haben, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Ich spiele schon ATS, aber auch irgendwie anders dann, ne? Ich kann da nicht drüber sprechen, so richtig. Muss man sich auf YouTube angeschaut haben. So, ja, das haben wir einmal geschlafen, dann kann man nächste Bumse. Hoffentlich kriegen wir was Schönes, irgendwo hin, hier rüber da irgendwo, da nach, zum Beispiel nach Gröningen oder... Gröningen. Mann, alles nach rüber dann nicht. Ich will da jetzt aber nicht nach England. Ich will nicht nach England. Osnabrück. Da. Wo das so? Da. Ich überlege gar nicht, wo es hingeht, sondern ich drücke einfach drauf. Es geht schneller. Als zu überlegen, wo geht's hin. Idiotensicher sozusagen. Ja, Mann. Also hier, was war denn das gewesen? Chemische. Was? Sorptionsmittel? Sorptionsmittel, chemische Sorptionsmittel? Puh. Ja. Wong, oder? Wir nennen ihn mal Wong. Wir nennen ihn Wong. Guck auf den YouTube-Kanal. Und dann unter Playlisten, da siehst du schon, was wir an ATS gespielt haben. Einfach mal reinschauen da. Dann wirst du sehen, das ist eine andere Welt, ATS. Also unser ATS hier bei Hypnos World ist ein anderes ATS. Dafür können wir aber nichts. Ja, dafür können wir nichts. Meine Freundin von belästigt, weshalb ich ein bisschen enttäuscht bin. Ich kenne den nunmehr, bin 15 Jahre. Das war auch
Tja, Leute, so ist das, wenn man erstmal ein Mädchen oder einen Junge kennenlernt, ja. Hier ist gerade das Thema so, Lupus hat so ein bisschen ein Problem anscheinend mit seinem Kumpel oder so. Kannst du mal nach England rüber? Noch nicht, England noch nicht. England haben wir ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Kommt noch, England kommt noch, aber noch nicht. Wir sind noch nicht bereit für England. Das ist so praktisch wie, wenn du LoL spielst gegen Champions da. Da bin ich auch noch nicht bereit für. Los, Leute, wir haben Auftrag. Habe ich den jetzt auch gesteckt, den Auftrag? Also habe ich den... Ja. Dann los. Alle aufstehen, geht los. Wir machen noch eine kleine Tour. Kleine Spritz-Tour. Wann ist gleich zwei? Aber jetzt will ich noch fahren. Ich habe heute noch... Mir fehlt noch ein bisschen ETS. Warte mal, ich fahre nach vorne. Könnte ein bisschen laufen, wenn er aus dem Hotel kommt. Oh, guck mal hier. Achso, ich dachte schon. Ich dachte gerade, ich sehe nur ein kleines Dings, aber nein. Falsch geguckt. So, einsteigen. Dann schon mal einen Blinker setzen. Nein, erstmal müssen alle einsteigen. Hab ich Lichter? Oh, habt ihr gesehen? Hier, guck mal. Pass mal auf, könnt ihr das sehen? Ah, das ist Chat davor. Warte mal. Besser Teamspeak ist davor. Und zwar, zack. Nee, doch, jetzt könnt ihr das, glaube ich, sehen. Warte mal. Und zwar, so. Hier, und... Nee, warte mal ein Stückchen noch. Und zwar, wenn ich jetzt Licht anmache... Wo war denn das? Da. Seht ihr neben dem Lenkrad oben links neben der Kilometeranzeige, neben dem Drehzahlmesser, seht ihr den Schalter da? Könnt ihr den Schalter sehen? Ist mir gerade erst aufgefallen, ich habe noch nie diesen Schalter da bemerkt. Neben diesem Lüftungsgebläse. Also neben der zwischen dem Drehzahlmesser und dem Lüftungsgebläse, da ist so ein Schalter neben dem Lenkrad. Seht ihr das? Das ist mir noch nie aufgefallen, das Ding. Da fahre ich, überleg mal, da fahre ich schon so lange ETS und ist mir noch nie aufgefallen. Ein Ding. Kusim hat wieder was Neues entdeckt. So, alle drin jetzt? Guck mal, zwei kommen wieder mit dem Slip angelaufen. Die Leute von Hypnoswald. Ja, guck mal, zwei von euch kommen mit dem Slip angelaufen. Was habt ihr? Das schreibt ihr eigentlich immer da hinten, wenn ihr von da kommt. Von hier kommen immer die Anständigen. Los jetzt rein, Mensch. Und zieht euch an. So, jetzt. Tür zu. Guck mal, ein wunderschöner Tag. Ein schöner Tag, die Welt steht still, ein schöner Tag. Aua, Mensch, das ruppelt aber wieder, da. Hör mir mal auf. So, wenn wir in der Werkstatt mal wieder sehen, dass wir die Hydraulik mal wieder nachgucken lassen. Boah, die blendet voll, die Sonne blendet voll. Oder sind wir das? Das sind wir gewesen. Wir haben uns selber geblendet, auch nicht schlecht. So fängt's an. Mann, hier ist ja richtig das pure Leben hier in Amsterdam. Die Stadt erwacht. Es ist Montag 15 Uhr. Ach so, Berufsverkehr. Warte mal, wir bleiben mal vor dem Zebrastreifen stehen. Falls Fußgänger rüber wollen, ja. Fahr da vorne, Kollege. Fahr. Cosima, du hättest doch links überholen können. Nö, warum sollte ich? Warum sollte ich? Wir wollen ja Gemütlichkeit. Außerdem sind wir ja ein LKW. Also wir fahren auf der rechten Seite. So. Und wir müssen uns jetzt links einordnen. Mal schon einen Blinker setzen. Lupus schreibt wieder Romane hier, Mensch. Natalu, wenn Lupus saß, dann schreibt Natalu und Lupus schreiben mir immer Romane. Lass mich mal rein, Kollege. Gut. Gut, Mann. Na also, geht doch. Wir sind in Amsterdam. Oh, guck mal, wie schön das Haus gerade aussah. Warte mal. Ich muss das rumfahren. Mann, wir sehen aber tolle Dinge hier. Warte mal kurz. Ich will ja nur zurückschauen. Ich will nicht den ganzen... Guck mal, das bunte Haus. Und guck mal da. Scheiße. Guck mal da. Geht schon wieder los. Wir müssen ein Foto wechseln. Das muss man besser bekommen. Für irgendwann mal. Wenn nicht jetzt. Wir sind gerade im Zeitdruck. Welche? Mann, was geht denn hier heute ab? Volle tolle Fotodinger hier. Heute kann man ja richtig schöne Fotos schießen. Fußgänger schauen, Achtung, Zebrastreifen. Nicht Geländer. Mama, hör auf jetzt. Jetzt. So, wir holten die Frachtpapiere. Lupus schicken wir mal rein, Frachtpapiere holen. Nee, die Zuschauer.
Alle, ihr geht mal alle rein, die Frachtpapiere holen. Und Amsterdam, das heißt, ihr könnt euch als Bäckersleute verkleiden. Schön mit Mütze und so, nichts drunter unter der Bäckerskluft, ja. Nur die Bäckerskluft an. Und eine Mütze dazu. Weil wir hatten ja vorhin das Thema hier Keks und so, das heißt, hier werden viele Kekse gebacken. So. Na also, geht doch. Boah, ist doch nur der einzige Auftrag hier. Der einzige Auftrag. Weiß denn schon jemand, wo wir hinfahren? Welche Richtung? Wer ahnt es? Wer weiß es? Wo könnten die zwei Mutterschiffe sein? Nein, du musst mit, Anna-Maria. Anna-Maria May muss mit. Ach so, Mensch, mit dem besten Freund. Das wollte ich wollte auch mitreden. Und zwar, pass auf, Leute. Wenn ihr, manchmal ist es so, so kenne ich das auch, wenn man mal eine neue Freundin kennenlernt oder einen neuen Freund, mit dem du zusammengehst, dann kann es passieren, dass du deine alten Freunde verlierst. Ja? Oder wenn du heiratest. Ja? Zum Beispiel, wenn du heiratest, dann kann es passieren, dass du alle deine ja, sogenannten Freunde alle verlierst. Weil die damit nicht klarkommen, dass du jetzt einen Partner hast, ja, und dass der Partner Zeit kostet. Ja, und dann werden deine Kumpels oder deine Freunde werden dann so manchmal ein bisschen ja, anders irgendwie. Ja, deine sogenannten guten Freunde und deine sogenannten guten Kumpels und so. Ja. Dann weiß man, aha, es waren gar nicht meine sogenannten guten Kumpels. Weil wenn sie sogenannte gute Kumpels sind, dann würden sie es verstehen. Und genau da merkt man dann, hey, es war doch schon immer ein Arschloch gewesen. Weil sonst würde es verstehen, dass ich jetzt einen Partner habe und mein sogenannter guter Kumpel. Ja. Naja, so ist es, wenn man einen neuen Partner hat oder wenn man heiratet oder einen neuen Kumpel oder Freund hat oder Freundin, kann es passieren, dass man viele von seinen anderen sozusagen vielleicht verliert. Von den sogenannten Guten. Ja, ja, du musst auch mit Lupus. Alle rein da. Nein, 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 ihr geht rein. Das ist ein gesagt, getan. Ja, gesagt, getan. Bei Hypnos Volt wird sich nicht gedrückt. Hier wird sich nicht gedrückt. Mitgehangen, mitgefangen. Hier müssen alle ran. Auch die YouTube-Leute manchmal. Ja, die YouTube-Leute auch. Denkt mal jetzt nicht, weil ihr jetzt gerade, wenn ihr das gerade guckt, denkt nicht, dass ich euch vergessen habe. Ihr seid auch dran. Euch kriege ich auch noch. Ich kriege euch auch noch. So. Hier müssen alle ran bei Hypnos Volt. So, einsteigen alle wieder. So. Die sogenannten guten Freunde. Als ich meinen Weg gegangen bin, ja, als ich meinen neuen Weg gegangen bin, meinen neuen Lebensweg, da hatte ich auch viele, 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 ganz viele sogenannte Freunde gehabt. Die hatte ich danach alle nicht mehr. Die hatte ich danach alle nicht mehr. Diese vielen sogenannten guten Freunde. So viel zum Thema sogenannte gute Freunde. Und hat sie belästigt, mal angebaggert. Oh. Ja, ja, so, das, ja, da siehst du mal. Da siehst du mal deinen Freund. Das, ja, bei sowas, wenn du dann einen Partner hast oder du willst heiraten, da siehst du dann das wahre Gesicht deiner sogenannten Freunde. Ja, da sieht man dann das sogenannte, Kollege, da siehst du dann das wahre Gesicht deiner Freunde. Ich habe das auch gesehen, als ich mal einen neuen Weg gegangen bin. Da habe ich dann das wahre Gesicht meiner sogenannten Freunde gesehen. Und Gott sei Dank, seit ich diesen Weg gehe, da treffe ich auf einmal echte Menschen. Da treffe ich auf einmal echte Menschen. Die einen sagen, verbrenne, und die anderen sagen, hey, du bist ja ein Mensch, cool. Die anderen sagen, verbrenne. Du weißt sofort, wo ist Freund, wo ist Feind. Doch gut, oder? Man hat es jetzt leichter, die Falschen von den Unfalschen zu trennen. Früher war das schwieriger. Die sogenannten guten Freunde. Auf jeden Fall sollte, denke mal, der Partner Vorrang haben, weil mit dem Partner willst du ja vielleicht dein Leben leben. Mit dem Partner willst du vielleicht dein Leben aufbauen zusammen. Man will vielleicht eine Gemeinschaft, irgendwas zusammen aufbauen gemeinsam. Also sollte der Partner eigentlich Vorrang haben, ist meine Meinung. Weil, wie gesagt, wenn man schon mal einen Partner gefunden hat, der zu einem passt,
ist es ja praktisch wie ein Jackpot. Also sollte der Partner auf jeden Fall Vorrang haben vor allen anderen. Weil, und wenn die anderen das nicht verstehen, ja, dann sind sie sowieso nicht die richtigen Freunde. So einfach ist es. Weil, ja, dann sind es nicht die richtigen Leute, ganz einfach. Und ich denke mal, der Partner hat Vorrang, aber mit dem will man ja was aufbauen, oder? Man will ja mit denen eine Zukunft vielleicht gestalten, wie man so schön sagt. Und wer das von den Freunden nicht versteht, der ist kein guter Freund. Der ist auf Deutsch gesagt, der war auch nie ein guter Freund gewesen eigentlich. Guck mal hier, Mann, ihr könnt hier pfeifen ohne Ende. Hier, Mann, jetzt habe ich die alle verpasst. Guck mal da drüben. Hier. Willst du ein Stück mitfahren? Wir fahren nach, was? Ich weiß jetzt nicht, wo wir hinfahren, ja. Hallo. Du nicht. Wir nehmen dich ein Stück mit. Wir haben auch Kekse. Nein, wir haben keine Kekse. Wir haben Pfannkuchen. Hallo. Wir haben Pfannkuchen. Renn doch nicht so. Warum rennt denn die jetzt so, Mann? Nun, renn doch nicht so. Na gut. Wir sehen uns. Du warst schön. Mensch. Das hat nicht geklappt. Weil der Blinker hat mich abgelenkt. Wenn es so blinkt, kann ich nicht baggern, Mensch. Hör mal auf jetzt mit dem Geblinken. Wie soll ich bei so viel Rumgeblinke baggern, Mensch? Osnabrück. Brrr. Was ist mit Fetisch? Ah, mein Mann. Tja, Freunde oder der Partner? Kümmerst du dich mehr um deine Freunde, bist du dann irgendwann wieder alleine und dann hast du keinen Partner mehr. Aber wenn man mit jemandem was aufbauen will, so eine Zukunft oder so, sollte eigentlich der Partner Vorrang haben. Und die Freunde, die es nicht verstehen, sind sowieso die falschen Freunde. Da kann man gleich sagen, weißt du was, wenn dir das nicht passt, wenn du nicht möchtest, dass ich glücklich bin, ja, dann warst du wohl nie mein richtiger Freund gewesen. Wenn ich tanken fahren? Nee. Frauen, Navi-Erweiterung bitte. Klack, 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 klack. Warte mal, noch ein höher. So. Bis hier an der Tanke hätten wir mal wieder Schmuddelhefte kaufen können. Naja. Eigentlich wollte man an der Tanke halten, aber wie viel Kilometer? 206 Kilometer. Spät haben wir es? Oh, Backekuchen. Ja, Zeit ist, denke ich mal, bedeutungslos, das sage ich ja mal. Ja, wenn ihr immer denkt, ja, ich kenne den schon 5 Jahre, ich kenne den 10 Jahre, den kenne ich 20 Jahre. Zeit ist immer bedeutungslos, das sieht man ja, sieht man ja bei Lupus. Manche kennen sich schon auch in Ewigkeiten und kennen sich trotzdem nicht. Selbst bei einer Beziehung. Ja. Also von daher ist Zeit immer relativ. Das hat Albert schon gesagt. Das hat unser guter alter Kumpel Albert sogar gesagt. Warte mal, müssen wir kurz mal. Ich habe da, glaube ich, was gesehen gerade. Und zwar so ein kleines, so eine Dorfkirche. Ich wollte mal was noch. Was. Bleibt mal im LKW, Leute, ja? Sollte jetzt ein Wachtmeister wiederkommen, denkt dran, ihr wisst ja. Wow! Ich dachte, ich hätte was gesehen. Immer ein Foto davon. Ich bin mir nicht sicher, aber ich wollte ein Foto davon haben. Fragt mich nicht warum. Manchmal sind die Dinge so wie sie. Und hopp! Gerade noch so rübergekommen. Einsteigen.
der lässt mich rein, der Kollege. Ist aber nett. Sehr nett. Irgendwie sitze ich. Ich fühle mich irgendwie unwohl. Irgendwas ist nicht richtig. Ich hätte mir mal einen Zopf machen sollen. Ich fühle mich irgendwie heute unwohl. Oh, wieder mal so ein Busfahrer, der mich. Halt an! Ich zieh rüber! Ich zieh rüber! Hallo! Schön gemütlich hinter den Kollegen. Ups. Chat lesen und ETS. Mal sehen, wann ich das mal perfekt beherrsche. Wenn man nicht so schnell fährt, dann geht's ja. So, jetzt hängen wir uns erstmal schön. Guck mal, wunderschönes Wetter und wir hängen schön hinterm Kollegen. Was will man mehr, oder? Voll geil. Mann, oh Mann, ich habe so lauter die ganzen. Ich habe so eine lange Zeit mit nur nachts und schlecht Wetter. Oh Mann, da war gerade eine Windmühle. Jetzt, oh nee, ich bin gerade beim Epic machen, Moos, da schmeißt mich der Timer raus. Ich glaube, ich spinne. Ey, bist du denn verrückt? Ich bin gerade in so einer Epic-Phase. Kannst du mich da nicht rausschmeißen, aber. Oh, falschen Hals bekommen. Ich habe immer noch Mutterschiffmilch, Leute. Lass mir mal davon trinken. Los jetzt! Na toll, jetzt pass auf, jetzt kracht's. Echt mal. Wo ist das? Da. Meine Augen wollen tränen. Bitte nicht jetzt, ich hab zu tun. Fahr gerade, Mann. Guck mal, wie die Reifen rückwärts sich bei der Umdrehung gehen rückwärts. Ich kann jetzt gar nicht so genießen, aber ihr könnt genießen. Ich leider nicht, ich muss mich konzentrieren. Fahr mal nicht so schnell, fahr mal ein bisschen in der Mitte noch. Okay. Puh, das war cool. Nein. Müssen wir aufpassen, dass nicht irgendwo noch ein Blitzer kommt. Also ich finde, der Partner sollte wichtiger sein. Und die echten Freunde sollten das auf jeden Fall verstehen, wenn man einen Partner hat. Und die es nicht verstehen, na, die sind dann auch keine richtigen Freunde, finde ich. Das war ganz logisch. Das war ganz logisch. Wer das nicht versteht, ist kein richtiger Freund. Das ist ganz logisch. Für mich ist das ganz logisch. Das ist doch ganz logisch, Mann. Zumal,
der Begriff Freunde ist ja heute auch nicht mehr so ein Ding, ja? Ich finde, heute wird der Begriff Freunde wird eigentlich viel zu leichtfertig verwendet. Also, ich unterscheide zwischen Freunde und Kumpels, ja? Kumpels kommen und gehen. Freunde sind ja die, die man ewig hat. Und wann hat man schon Freunde, die ewig da sind? Das meiste sind doch so Kumpels, die so, hey, hast du Zeit, wollen wir heute mal in die Disco gehen? Ja, Mann, komm, lass uns Disco gehen. Und dann hast du irgendwelche Probleme, da sind die aber alle nicht da. Ja, Freunde sind ja die da, also sind ja die, die mit dir ja durch dick und dünn gehen. Und da hört es ja schon auf. Also sind es dann meistens doch eher Kumpels. Freunde sind doch die, die am Start sind, wenn du echt mal Probleme hast. Richtige Probleme. Das sind richtige Freunde. Was macht ihr da vorne schon wieder? Hört mal auf jetzt da, Mann. Ich bin hier schön gemütlich am Fahren. Hallo. Bestimmt eine Baustelle oder sowas. Ich will mal gleich mal schon mal rüber wechseln. Wir werden mal sicherheitshalber lieber rüber wechseln. Ihr Pfeifen hier. Ich denke mal heutzutage, ja. Ich denke mal, die meisten heutzutage sind alles Kumpels. So Freunde wahrscheinlich eher wohl weniger. Kumpel ist nicht die Familie. Ich denke mal, die meisten heutzutage sind alles so Kumpels. Ja, mit die Katze in die Disco gehen, ab und zu siehst du mal, siehst du wieder nicht. Mal sind sie da, mal nicht und so. Also echte Freunde. Cool, wir haben richtig gewechselt. Hey Mensch, also mit was? Was? Also wovon ich rede, ich weiß nicht, was Lupus da gerade meinte. Ich meine mit Freunden oder Partner, das sind denn die Leute, mit denen man dann weiß, ey, mit denen werde ich jetzt wahrscheinlich länger als eine Woche zusammen sein oder schon eine Woche zusammen bin, sondern ich bin dann schon mit jemandem, das sieht so aus, mit dem werden wir wahrscheinlich sehr lange zusammen sein, ja, vielleicht heirate ich denjenigen sogar, ja, zum Beispiel, ouch, ah, scheiße, nicht aufgepasst. Also ich rede jetzt nicht von Leuten, mit denen man gerade mal eine Woche zusammen ist oder, keine Ahnung, mal einen Monat oder sowas. Von sowas rede ich nicht, ich rede von ernste Freundinnen, also, wo man weiß, hey, man merkt auf beiden Seiten, das ist wirklich was Ernstes. Davon rede ich. Und denkt daran, ich bekomme nicht alles mit im Chat, was ihr da schreibt. Das heißt, ich rede sozusagen, was ich aufschnappe, davon rede ich. Oh. Da ist jemand. Pufa ist noch da. Ja. Ja, Pufa, Mensch. Ich meinte so, also wer das jetzt falsch verstanden hat, wenn man jetzt mit jemandem schon länger zusammen ist, es zeigt sich halt, dass die beiden wohl länger zusammenbleiben werden. Man sieht es halt, ja. So, und wenn dann die Freunde nicht gerade laufen und da irgendwas mit den Freunden, die so nach dem Motto, ja, so nach und nach trennen sich dann die Freunde von dir, weil die halt mit der Freundin nicht klarkommen oder keine Ahnung was. Ja, wo man sich dann entscheiden muss, ja, wer ist denn jetzt wichtiger, die Freundin oder die Freunde? Die sogenannten Freunde, weil die sogenannten Freunde müssten das ja verstehen, dass man auch glücklich sein will mit jemandem zusammen und so. Ja, und wenn sie das nicht verstehen, naja, dann waren es auch die richtigen Freunde, weil als Freund wünscht man ja, dass der andere sich, dass dein Kumpel, wenn du also einen Freund hast, wünscht du dir, dass der andere auch glücklich wird. Oder? Wünscht man sich ja für seinen Freund. Denke ich mal, also, dass der glücklich wird. Sagen wir mal als Beispiel, dass er jetzt heiratet und Kinder bekommt, so auf die Art jetzt, ja, ist das halt glücklich ist. Sind wir gleich da, Mensch. Das ging ja schnell. Man, früher haben wir immer so lange gebraucht. Neuerdings geht alles so schnell. Früher, das war immer früher so lange alles. So,
Es hat immer voll lange, ist voll easy alles in letzter Zeit, voll geil. So macht's richtig Spaß. Früher war man immer so anstrengend und quälerisch gewesen. Aber ich denke mal, das, was ich jetzt gesagt habe, die Osnabrück, hallo, ich denke mal, ihr versteht mich schon, was ich meine. Volvo-Händler entdeckt. Osnabrück. Fahren wir mal langsam rein in die Stadt. Eine Schleuse? Ist das eine Schleuse? Nee. Kommen wir denn noch rechtzeitig? 4 Stunden noch. Klar, Mann. Mensch, wer hätte das gedacht? Ich hätte nicht gedacht, dass heute noch nach Osnabrück kommen. Wie spät haben wir es denn jetzt? Gleich 2 Uhr, Mensch. Gleich ist 2 Uhr. Ist viel zu spät schon wieder. Es ist schon wieder viel zu spät. Normalerweise muss ich sehen, dass ich vor 0 Uhr ins Bett komme. Aber wenn ich vor 0 Uhr nicht ins Bett komme, dann schaffe ich gar nichts. Ich muss noch das YouTube-Video machen für die Ansage von so Tipps und Tricks muss ich noch ein Video machen. Ich komme ja zu gar nichts. Ich wollte noch meine kleine Sendung machen bei YouTube, da die ich mir ausgedacht habe für mich selber. So. Ich komme ja zu gar nichts, wenn ich so spät im Bett komme. Ich komme zu gar nichts. Ich komme ja noch nicht mal dazu, die Bilder zu suchen für die Preisverleihung, Mensch. Ich komme ja zu gar nichts. Das heißt, wir müssen irgendwo mal wieder kürzer treten. Einen Tag müssen wir wieder kürzer, dass man wieder was nachholen kann. Sonst kommt man ja zu gar nichts, man schafft ja gar nichts. Was? Fanboys? Fanboys? Was meint ihr mit Fanboys? Was ist der Fanboys? Leute, denkt an, ich krieg vom Chat immer nur die Hälfte mit, ja? Sieht gut aus. Ja, noch ein Stückchen so und jetzt so. Yeah! Mann, das war gerade noch so. War gerade noch so gut. Stücke so. War so schön gerade. So, boah, das müssen ja 150% sein. Anna-Maria May, gib mal die Frachtpapiere ab. So. Und wir schauen derweil mal. Ja, Mann. Yeah. Sieht gut aus. Ich denke mal, es sind 140%. Da steht ein bisschen schief, aber es sind 140. Kann man sagen. Licht aus. Gut, schön. Fahren noch zum Hotel, mal Feierabend. Mal gucken, ob Anna-Maria May gut gearbeitet hat. Ja, sie hat gut gearbeitet. 6.316, 13 Euro. Nein, du musst leider gehen. Du kannst nicht sitzen bleiben. Da bleibt dir keine Wahl, da bleibt dir keine Wahl, Wahl. Wir hatten einen Unfall gehabt, da muss man erst in die Werkstatt. Auch noch. Nein, du kannst es dir nicht aussuchen. Heißt es jedenfalls Fakt, Leute.
mit den ganzen Beziehungszeugs, ja. Je älter ihr werdet, je mehr kriegt ihr einen klaren Blick für die Dinge. Ja, durch die Lebenserfahrung. Hey, ich höre dich Doppelpuffer hier. Wie, du hörst doppelt? Ich höre mich manchmal reden. So. Also eins ist jedenfalls Fakt, wenn ihr älter werdet, sagen wir mal alles, was über 40 ist, ja, über 40, dann seht ihr die Welt mit ganz anderen Augen, glaubt mir das. Das ist auf jeden Fall Fakt. Das kommt dann mit den Jahren, denke ich mal. Nein, Annemaria, nee. Da musst du ran, wie alle hier bei Hypnos World. Alle müssen mal ran. So, sogar auch mal Felgen putzen, Scheibenwischer wechseln. Kollege, das muss ja, hier wird manchmal richtig hart ran. Im Moment haben alle so ein bisschen Schonphase hier. Wir haben schon lange keine Felgen mehr geputzt. Der Tank wurde nicht mal gewienert wieder, die Scheiben müssen geputzt werden. Und drinnen wieder ausgesaugt. Das hat alles ein bisschen geschliffen. Aber das kommt wieder. Da müssen alle wieder ran hier. Auch die YouTube-Leute. Ja? Denkt mal nicht, dass das vorbei ist, Kollege. Nur weil jetzt ein bisschen die Moral der Truppe schleift hier. Noch nicht. So nicht. Alle müssen wieder ran. Aber im Moment kommt da mal so ein bisschen Urlaub, kann man sagen. Aber so wie wir die neuen Dinge alle so ein bisschen griff haben und alle verarbeitet haben, dann heißt es wieder ganz schön ackern hier bei Hypnos World. Könnt ihr euch schon mal warm anziehen. Autsch! Da könnt ihr euch schon mal warm anziehen. So. Na, sag ich mal, wo fahren wir denn hier hin? Junge, meine ganze Rumgeschwenke wird mal schon ganz schwindelig hier. Ach, mehr? Lupus sagt, mit 40 habe ich hoffentlich schon mehrere Millionen auf dem Konto. Und was machst du dann, wenn du so viele Millionen hast? Was machst du damit? Stell dir vor, manche haben sogar Milliarden und sind unglücklich. Was sagst du denn dazu? Das Geld alleine hilft dann auch nicht immer weiter. Viele Leute denken immer, wenn sie reich sind, also manche denken immer, wenn ich reich bin, dann bin ich glücklich. Viel reisen. Lupus will dann viel reisen. Viel reisen. Oh, 118. Habe ich keinen reingeschickt. Ich war selber drin. Seht ihr, ich war schlecht gewesen. Ich war selber drin. Ich hätte einen von euch reinschicken. Ja, ihr habt da alle mehr Erfahrung mit den Reingehen. Ja, seht ihr, jetzt war ich selber schlecht gewesen. Bin alleine drin gewesen. Sag mal am Ende, wa? Ah, Mensch. Mensch, Wip, ich dachte, du machst an deinem Rechner fertig irgendwie alles. Jetzt im Hotel und dann haben wir es, Leute. Dann haben wir es geschafft. Also ich finde, an erster Stelle sollte man denken, also nicht an Reichtum, sondern man sollte an erster Stelle denken an Gesundheit. Weil die ganze Kohle, ja, die nützt dir nichts, wenn du krank bist. Alle, ja, deswegen, das erste Ziel sollte immer sein, irgendwas mit Gesundheit. Und dann vielleicht irgendwas anderes noch. Weil das Geld alleine, wenn du schwer krank bist, hilft dir dein ganzes Geld auch nicht mehr. Zum Beispiel, man säuft sich täglich die Hacke zu, ja. Man säuft sich täglich die Hacke zu, nimmt noch irgendwelche Drogen, keine Ahnung, und macht mal hier und macht mal da. Will aber reich sein, anstatt mal erstmal auf seine Gesundheit achtet vielleicht. Dann sagen wir mal, du machst es tatsächlich, du säufst dir weiter die Hacke dicht, ja, wirst dann reich. Das Problem ist, von dem ganzen Lotterleben bist du so, nachher so krank und fertig auf der Reifen, dass du dein Geld gar nicht genießen kannst. Das ist dann blöd, oder?
Ah, der Busfahrer. Ich wusste es genau, dass der uns wieder in die Quere kommt. Oder? Lässt uns rein. Natalu sagt, nee, erste Ziel ist bei mir immer Liebe. Ja, Mann, Natalu. Die Liebe. Genau. Du sagst es. Die Liebe. Da habe ich auf meiner Website unter Notizen habe ich ein paar schöne Dinger zum Thema Liebe. So ein paar schöne, kurze Gedankengänge so. Die Liebe. Ja, die Liebe füllt dein Herz komplett aus. Da, für kein Geld der Welt kannst du Liebe bezahlen. Also, ja, Liebe macht dich ist tausendmal besser als jedes große Bankenkonto. Weil die Liebe füllt dich echt komplett aus. Und sie macht dich auch komplett fertig. Also beide Seiten, Plus und Minus. Das kann Geld gar nicht so, aber Liebe, Junge, das sticht so ins Herz manchmal. Junge, die Liebe, die ist ein hartes Ding. Was, bei mir irgendwie auch? Es funktioniert irgendwie nicht. Was meint er jetzt schon wieder? Achso, wahrscheinlich mit der Liebe. Glück meint wahrscheinlich mit... Los, alle aussteigen, Leute. Alle raus ins Hotel. Für mich diesmal die Präsidentensuite, ja? Präsidentensuite in Rot. Ja, Natalu, ich nehme diesmal in Rot. Und die mit den Dienstmädchen und so. Ich will mal sehen, weil es macht einen besseren Eindruck, wenn ich zwei Dienstmädchen, besseres Zimmer und so, dann sage ich schon... Ja, Mann. So, alle draußen? Gut. So, jetzt stellen wir uns nicht auf den... Ich will nicht auf den Kotzplatz stehen. Genau, RIP mit der Liebe. Ganz Paris träumt von der Liebe. Komm mal da rum. Oh. Hey, wir können ja mal eine Umfrage machen. Was ist dir wichtiger? Geld oder Liebe? Hey, das wäre mal eine geile Umfrage, oder? Hey, komm, wir machen mal eine Umfrage. Muss mal definieren. Was ist dir wichtiger? Geld? Du kannst nur eins vom Bein haben. Entweder Geld oder Liebe. Hey, da können wir mal ein Vot machen, oder? Was ist dir wichtiger? Geld oder Liebe? Ach, ich bin dann auch erstmal aus dem Test raus, ne? Pufermensch! Alter Wegbegleiter, du! Ja, Mensch, Puffer, schlaf schön, träum mal Schönes. Du bist ja bei Defense, hast ja mit mir das Profil, oder? Du hast jetzt nicht weitergespielt. Nein. Weil ich habe dich spielen sehen und nicht, dass du schon wieder alles vorgespoilert hast. Das war ein anderer. Naja. Also ein anderer Account halt, ne? Hast mich gerade erschrocken, das war ein anderer. Wie jetzt ein anderer Puffer? Wer bist du denn? wer bist denn du dann jetzt? Dein Bruder oder was? Mach mir jetzt keine Angst hier, Mensch. Ja, Mensch. Genau, dass wir das zusammenspielen können, oder? Wenn wir wieder spielen. Ja. Genau, und morgen klatsche ich dich dann in LOL dann um. Ah! Ja. Okay, dann schlaf schön, wir sehen uns wieder, okay? Jo, genau. Gut, bis dann, kannst du schon mal rausgehen. Jo. Ciao. Tschö. User disconnected from your channel. Ich hoffe, das bleibt auch so. Was? Nach dir? Seit 8 Jahren Single, huhu, oje. Achso. Naja, Cosi an der Gesundheit kann man eh nicht viel machen. Na logisch kannst du gesundheitlich viel machen, eine ganze Menge sogar. Die meisten vernachlässigen ihre Gesundheit ohne Ende. Guck mal, wir zum Beispiel jetzt alle. Es ist jetzt 2 Uhr, ja, wir sollten eigentlich vor 0 Uhr alle im Bett liegen. Ist für unsere Gesundheit viel besser, glaubt mir das, Leute. Was machen wir? Ja, was machen wir hier? Was machen wir hier? Seht ihr? Da geht schon mal los. Und man kann eine Menge für die Gesundheit machen. Oh, eine ganze Menge. Ja, Mann. Das machen aber die wenigsten. Ja, und dann ist mit 40 geht schon los. Mit 40 kriegst du schon graue Haare oder fast gar keine Haare mehr. Aber geht schon los ab 40, ja? Bei den meisten vielen. Und du kannst eine ganze Menge machen. Aber richtig fett. Richtig fett. Machen die wenigsten. Weil, wie gesagt, der erste Gedanke, Mann, erstmal richtig fett Kohle machen. Ja, bis du dann die fette Kohle hast, bist du schon so krank, dass du die fette Kohle nicht mehr genießen kannst. Ja, Natalu, ist doch eine geile Umfrage, oder? Du hast die Wahl, was ist dir lieber? Reichtum, also viel Geld, also Geld ohne Ende, oder die Liebe? Du hast die Wahl. Schwierig, oder? Bei der Frage entscheidet sich dein Charakter. Willst du mehr Liebe oder willst du einfach die fette Kohle? Das wäre mal eine schwierige Frage eigentlich. Denkt man jetzt nicht, das passt doch gar nicht zusammen. Was ist denn das für eine Frage? Nee. Die Frage ist schon ganz schön tiefgründig. Was ist dir wichtiger, die Liebe oder die Kohle? Das hast du auch oft, das,
Das, ihr müsst euch das mal so vorstellen. Stellt euch mal vor, ja, du hast jetzt einen richtig geilen Job. Da verdienst du richtig fett Kohle. Aber du hast nicht mehr Zeit für deine Freundin. Du bist nie da. Du bist nur noch am Achse, nur noch am Rumackern, ja, am Workaholic. Und deine Freundin sagt irgendwann zu dir, was ist dir wichtiger? Ich oder bist du mit deinem Job verheiratet? Such dir was aus. So, und jetzt hast du die Wahl. Wenn du den Job weiter so machst, wie du ihn gemacht hast, dann wird deine Freundin oder Frau dich verlassen, weil die sagt, na, dann suche ich mir halt einen anderen, der Zeit für mich, der mich liebt, also dem ich wichtiger bin irgendwo, ja? Also als Beispiel, das ist ein bisschen krass, das Beispiel, aber da siehst du schon mal, was ist jetzt wichtiger, dass du praktisch dir mehr Zeit nimmst für deine Dings, oder dass, also du sagst, nee, das ist mir eigentlich scheißegal, und geh doch am besten, ich muss erst mal sehen, dass ich jetzt, zack, suche ich mir halt einen anderen. Ja, Mann. Deswegen, also, das kennt ihr ja bestimmt bei vielen, ja? Also, wo du dann praktisch dich so reinsteigerst in irgendwas und dann sagt die Frau irgendwann oder die Freundin, wisst ihr was, mach du mal dein Ding, ich mach was anderes und tschüss. Besonders gerade beim Job, wo die Frau oder der Partner oder der Mann einfach nicht versteht, ja? Dass du jetzt die fette Kohle machen willst, aber dem Partner sagt sie ja, mir ist aber Geld nicht alles. Tja. Und da musst du dich entscheiden. Ist jetzt der Job wichtiger als meine Frau, Freundin? Oder reicht mir der Job so, wie ich bin? Oder keine Ahnung, hast du gesehen? Aber da sieht man schon, diese Geldfrage. Was ist wichtiger, die Kohle oder die Liebe? Das ist die Frage. Da sind schon so manche Beziehungen dran kaputt gegangen. Ja. Wir haben mal ein tiefgründiges Thema, oder? Das ist um die Zeit hier, Leute. Um 2.09 Uhr so ein Thema. Und dann noch diese Leute dazu, ja, dann noch diese Leute dazu. Da sage ich mal. Sie kamen und sie gingen. Und So, geschafft. Da haben wir echt geile. Wir nehmen ja noch auf. Lass uns erstmal rausgehen. So. Mann, ich habe heute LOL gespielt. Wer hätte das gedacht? Und keiner weiß, wo wir hinfahren. Wo sind die zwei Mutterschiffe? Rip weiß es. Rip darf es nicht sagen. Nicht verraten, Rip. Durch Rip habe ich es ja gesehen, aber Rip darf es nicht verraten. Genau da fahren wir jetzt hin. Und Pufa weiß es, glaube ich, auch. Pufa darf es auch nicht verraten. Eigentlich alle dürfen sich verraten. Was, aber keine Frau, die dich lieben wird? Nur dein Geld. Warte mal, ich mach mal raus. Na, 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 da, da, da. Umschalt, ding, 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 zack. Mann, oh, Leute, heute haben wir richtig fett Bilder gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 20, 21 Bilder haben wir gemacht. Dann haben wir bald 1600 Bilder. Geile Sache, Mann. Das ist easy zu beantworten. Ja, Leute, wir machen mal eine Umfrage. Mal gucken, wie viel für die Liebe sind und wie viel sagen, hey, scheiß auf die Liebe, die kaufe ich mir. Kostet 150 Euro die Stunde. Ja, hey, Mann, da kann ich jede Bräute, wenn ich Fettkohle habe, kaufe ich mir einfach ein paar Bräute. Die tanzen um mich herum. Hier hast du ein kleines Scheinchen, hier. Und nun tanz mal los, tanz mal hier. Oder Typen, wenn man eine Frau ist. Hier, komm, ihr Süßen, komm, tanz mal, wackelt mal mit eurem Popöchen. Hier in deinen kleinen Slip noch mit da rein hier, von den Chippendales. Und schon hast du Spaß. Ja, wenn ohne Kohle, ohne, was ist wichtiger? Du kannst Geld ohne Ende haben oder hast halt die große Liebe. Mit dem großen Geld kannst du alles machen. Kaufst dir Yachten, Flugzeuge, Minigolfplätze, alles. Du hast alles hier. Ja? Ferrari, dicke Häuser, Schiffe, Flugzeuge, du bist überall, die ganze Welt gehört dir. Aber das ist keine Liebe. Ja. So ähnlich muss es am Anfang Bill Gates gegangen sein. Tja. Auch ein armer Hund. Aber inzwischen hat er. Das heißt, inzwischen, er hat schon eine ganze Weile eigentlich. Aber wer weiß, wie lange der so. Vor allen Dingen, die wollen ja dann alle nur dein Geld. Du weißt ja nachher, liebt die mich jetzt wirklich oder nur mein Geld? Oder er, liebt er mich jetzt wirklich oder nur mein Geld? Also die beste Strategie ist, erst die richtige Liebe finden und dann reich werden, oder? Das ist besser. Praktisch, du musst so arm sein wie ein, keine Ahnung. Ja, du findest die richtige Liebe, weil du ein armes, hungerndes Wesen bist, aber findest dann die richtige Liebe und wirst dann stinkreich oder so.
Weil du weißt, die Liebe, die wird immer zu dir halten, weil die hat dich schon gemocht, als du noch ein Niemand, du warst ein Niemand sozusagen. Ja. Genau, Rip, schlaf schön, träum mal schön. Genau, ich sag mal für die YouTube-Leute, wir hören jetzt erstmal an der Stelle auf. Vielen Dank fürs Zuschauen, sonst halte ich hier noch Volksreden. Oh, es ist schon so spät und was wir heute alles wieder erlebt haben. Was war heute schon wieder alles los? Ich bin völlig verrückt. Und ich muss mal irgendwie mal, einen Tag müssen wir mal kürzer treten, damit ich mal wieder was nachholen kann. Ich hänge voll hinterher. Ich hänge der Zeit hinterher eigentlich. Ich sollte der Zeit eigentlich voraus sein und nicht hinterherhängen. Ja, da hilft ja noch nicht mal ein Ferrari. Selbst wenn ich im Ferrari sitzen würde, komme ich ja bald nicht mehr hinterher da, Mensch. Ich muss also wieder mal im Kontinuum drehen. Ich muss sozusagen wieder eine sogenannte Zeitverschiebung machen. Und dann kriege ich wieder Ärger vom Kontinuum. Ihr wisst das, haben wir ja schon zweimal gemacht. Wir haben ja schon zweimal am Rad der Zeit gedreht. So, ich schalte das erstmal ab. Ich habe euch alle lieb, wisst ihr ja. Und macht nicht mehr so dolle, wenn ihr jetzt gerade das guckt. Ja, denkt dran.